Oh, jetzt, danke schön. Ja, guten Abend alle miteinander. Mein Name ist Stefan Fleig vom Büro Öconsult. Wir beschäftigen uns schon seit ja, mindestens 1,5 Jahrzehnten mit dem Thema Flächenverbrauch, Kommunalberatung, Flächensparen und dergleichen, sind da in der Kommunalberatung ziemlich aktiv und vor allem im Landesprogramm Flächengewinnen. Das gibt es auch schon lange. Und da haben wir viele Kommunen im ganzen Land Baden-Württemberg schon beraten dazu. Viele von Ihnen werden sich fragen, ich starte jetzt mal meine Präsentation am besten. So, gehe hin, jetzt. Ich hoffe, Sie sehen es alle. Viele von Ihnen werden sich fragen, was hat denn eigentlich der demografische Wandel und erstens mit Neubaugebiete und dann überhaupt mit Klima und Sozialem zu tun? Und ich sage Ihnen sehr viel oder eigentlich alles. Weil sich daraus aus der Demografie, im demografischen Wandel eben die Bevölkerung zusammensetzt und die Bevölkerung braucht ja entsprechend Wohnraum. Heute heißt es ja immer, wir brauchen Wohnraum, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und ich werde Ihnen heute zeigen, am Beispiel von Schorndorf, das aber symptomatisch ist für alle 1100 Kommunen im Land, dass so, wie es im Augenblick aussieht, die Kommunen völlig am Bedarf vorbeiplanen. Oder nahezu alle Kommunen am Bedarf vorbeiplanen und eben das Ganze nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das Thema Bauen ist nicht nur ökologische Frage, Neubaugebiete nicht nur ökologische Frage, sondern eben auch eine ökonomische, was deswegen der Immobilienpreis, der Immobilienmarkt, eine soziale Frage, gerade was preiswerten Wohnraum und dergleichen angeht. Ich zeige Ihnen das jetzt kurz auf und da mache ich einen kleinen Exkurs in Richtung demografischer Wandel. Hier der demografische Wandel in Schorndorf. Jetzt sehen Sie es wahrscheinlich wegen Ihren Fenstern nicht. Gell? Die müssten wir jetzt irgendwo noch besser hinstecken. Wo kriege ich die denn hin? Ah, ich mache so, genau. Demografischer Wandel in Schorndorf. Diese schöne sogenannte Bevölkerungspyramide kann man kostenfrei vom Statistischen Landesamt beziehen. Das ist der Stand 2019, gerechnet auf Basis 2017 in Schorndorf. Pyramide heißt es deswegen, weil das früher mal so schöne, um 1900 rum so schöne Pyramide war, wo die jungen Jahrgänge unten ganz viele waren und die alten Jahrgänge ganz wenig. Jetzt sehen Sie, ich hoffe, Sie sehen meinen Cursor. Jetzt sehen Sie hier diesen Bauch, nenne ich das immer, Frauen und Männer und Frauen, so rum. Und da sehen Sie, das sind die Babyboomer der 60er Jahre. Da gehöre ich auch dazu, ganz am Anfang. Da gab es noch relativ viele Kinder, mehr als zwei in jeder Familie im Schnitt. Und deswegen sind das hier die Babyboomer. Diese Pyramide sieht in allen 1100 Kommunen praktisch gleich aus. Höchstens in den Universitätsstädten gibt es bei den Jüngeren, da bei den über 20-Jährigen in dieser Ecke einen Überhang. Aber sobald die älter werden, gehen die wieder zurück oder gehen die zur Arbeit irgendwo hin und dann verschwindet es wieder. Und es wird immer schmaler. Jetzt ist das Statistische Landesamt hergegangen und hat das Ganze vorausgerechnet. Ich sage extra nicht Prognose, sondern Vorausrechnung nach 2035, weil man das relativ gut machen kann in Richtung, also mit der Geburtenrate pro Frau. Das berechnet der Statistiker an der Geburtenrate mit der Alterssterblichkeit mit der Sterberate und dann eben die Zuwanderung. Wir haben in Baden-Württemberg relativ viel Zuwanderung, schon die ganzen Jahrzehnte gehabt, jetzt die letzten Jahrzehnte und deswegen sind wir noch gegenüber anderen Bundesländern ein relativ junges Bundesland. Trotzdem sieht das die Pyramide so, also landesweit genauso wie in den anderen 1100 Kommunen, eben auch Schorndorf,
so aus. In 2035 sind die Babyboomer hier angelangt, so im Bereich von 70 Jahren. Da sind die Kinder der Babyboomer, da sind auch noch relativ viele, aber es wird schon schmaler. Und danach, wenn die Kinder der Babyboomer eben auch wieder Kinder kriegen, dann wird es eben weniger. Das liegt daran, dass wir seit 1972 in Deutschland ist die Sterberate größer als die Geburtenrate. Es sind 1, seit Jahren, seit vielen Jahren 1,4 Kinder pro Frau. Wie gesagt, das ist nicht die Schuld der Frauen, sondern können ja immer auch Männer dazu. Aber der Statistiker berechnet es eben anhand der Frauen. Und 1,4 Kinder reicht nicht zur Bestandserhaltung. Das spielen dann Zuwanderer eine ganz große Rolle, weil die das dann trotzdem ein bisschen, also das Bevölkerungswachstum, die Bevölkerungszahl insgesamt wieder ein bisschen anheben. Aber sobald die Zuwanderer, Migranten in der zweiten Generation angelangt sind, haben die Frauen erfahrungsgemäß praktisch die gleiche Geburtenrate wie die Deutschen oder die schon lange den deutschen Pass haben. Insofern ist der demografische Wandel, dass es immer weniger werden und immer weniger Junge, die Überalterung vor allen Dingen, nicht die Bevölkerungszahl insgesamt ist entscheidend, sondern die Zielgruppe, also die Jungen, das ist unausweichlich. Und ich bitte Sie, behalten Sie das im Gedächtnis, der demografische Wandel ist unausweichlich. Die einzige Methode, um das zu ändern, dass hier dieser Einschnitt oder dass es immer schmaler wird nach unten, die einzige Methode, das zu ändern, wäre, wenn jetzt alle Frauen und die Männer dazu mehr als zwei Kinder bekommen. Zwei bis drei Kinder und das 30 Jahre lang. Dann würde es wieder aufgestockt werden. Also auch hier sieht man, Wachstum ist endlich und das können wir nicht verhindern. Wir haben jetzt ganz aktuell in Baden-Württemberg im letzten Jahr gerade mal 4.000 per Saldo mehr gehabt. Bei 11 Millionen Menschen in Baden-Württemberg 4.000 mehr per Saldo. Das waren immer fünfstellige Zahlen. Und das ist der niedrigste Wert seit 2009. Und 2008, 2009 waren es tatsächlich sogar mal weniger, sind wir in Baden-Württemberg weniger geworden. Das lag also dann vor allem wieder an der erhöhten Zuwanderung erst aus Osteuropa und dann die Flüchtlingswelle nach 2015. Aber das nimmt jetzt auch wieder ab und jetzt wird es also von der reinen Bevölkerungszahl wieder weniger. Ich weiß nicht genau, wo das hingeht, aber eins ist klar. Die Überalterung wird weitergehen. Und das heißt, es wird weniger junge Familien geben und mehr Senioren. Das wird es auf jeden Fall werden. Und das bedeutet natürlich auch unterschiedliche Anforderungen an den Wohnraum, den wir bauen müssen. Beziehungsweise dann die Kommunen, für den die Kommunen dann die Vorgaben machen müssen. Sie wissen, es gibt im Grundgesetz die kommunale Planungshoheit, deswegen sind die Kommunen da der entscheidende Player, was die Bereitstellung von Bauland angeht oder überhaupt, wie man baut. Dazu jetzt kurz ein Hinweis auf den Wohnflächenmehrbedarf. Es ist ja so, dass seit den 50er Jahren, na, in den 50er Jahren hatten wir einen Wohnraumanspruch pro Kopf von 15 Quadratmeter. Also ich kann mich ja bei mir selber erinnern, in den 60er Jahren in Stuttgart-Mönchfeld aufgewachsen. Und da hatten wir fünfköpfige Familie, also meine beiden Geschwister, ich und meine Eltern. 65 Quadratmeter Wohnung zur Verfügung. Also wir waren zu dritt in einem kleinen Zimmer, sozusagen, so sind wir als Kinder aufgewachsen. 15 Quadratmeter pro Kopf und heute sind wir bei 46, 47 Quadratmeter pro Kopf. Jetzt denken viele, ja, das kommt ja daher, weil ja der Wohlstand zugenommen hat und dann kann man sich auch mehr leisten. Das ist ein Teil der Erklärung, aber der Hauptteil erklärt sich daraus, nämlich aus der Demografie. Also das ist die Bevölkerungsentwicklung, die Pro-Kopf-Wohnfläche.
Und es funktioniert hauptsächlich über den Remanenzeffekt, die Altersremanenz, also im Alter zurückbleiben. Remanenz heißt zurückbleiben. Und das geht so, nehmen Sie mal ganz schematisch eine vierköpfige Familie, immer 200 Quadratmeter Haus. Gibt es 50 Quadratmeter pro Kopf. Dann haben Sie, wenn die Kinder ausgezogen sind, sind es 100 Quadratmeter pro Kopf. Die Eltern, dann stirbt zuerst der Mann, 5 Jahre früher, 4 bis 5 Jahre früher in der Regel. Frauen sind widerstandsfähiger und dann bleiben da eben 200 Quadratmeter pro Kopf. Meiner Schätzung nach ist dieser Effekt, dieser Remanenzeffekt für 80-90% dieses zusätzlichen Wohnraumbedarfs verantwortlich. Ich will damit jetzt nicht die Senioren angreifen, die in ihren Häusern noch sind. Da kommen wir später nochmal dazu. Ich will nur die Fakten beschreiben. Ganz viele Einfamilienhaus-Wohngebiete in ganz Baden-Württemberg, in ganz Deutschland, aber wir sind ja jetzt in Baden-Württemberg und mit Sicherheit auch in Schorndorf, alle, die ein bisschen älter sind, die früher mal Neubaugebiete waren und jetzt sind jetzt überaltert. Und da werden Sie das finden. Und wenn dieser Effekt nicht, wie soll ich sagen, rückgängig gemacht wird oder irgendwie abgemildert wird, dann werden wir, auch ein soziales Problem, werden wir ganz viele Siedlungsgebiete bekommen, Einfamilienhausgebiete, wo nur noch eine oder niemand mehr drin wohnt. Dass das nicht bloß eine theoretische Rechnung ist, kann ich Ihnen auch belegen. Ich habe mal für Schorndorf die Vorausrechnungen nach Altersgruppen getrennt. Sie sehen den roten Balken, der geht langsam nach oben oder deutlich, je nachdem. Das sind die über 70-Jährigen in Schorndorf, ganz links 2017, ganz rechts 2035. Wie gesagt, die Rechnung, die Vorausrechnung des Statistischen Landesamts sind relativ stabil, relativ valide. Und da sehen Sie die Überalterung, dass es halt immer mehr über 70-Jährige werden, je länger die Zeit fortschreitet. Ich habe diese Zahl durch 1,5 geteilt. Und damit komme ich auf, so ganz grob, auf die Haushaltszahlen. Also so, es gibt in Schorndorf eben ausgehend von 4.400 nachher 5.500 Haushalte, in denen ein oder zwei Ü-70-Jährige wohnen. Und das sind eben zum Großteil Ein- und Zweifamilienhäuser, die allein dann da drin wohnen. Die blaue Kurve sind die 20- bis 35-Jährigen. Das sind diejenigen in der Altersgruppe, die später, wenn die Ü70 gestorben sind, das ist natürlich alles ein Prozess, wenn die Ü70 gestorben sind, diese Häuser nachfragen könnten. Und Sie sehen, wie die Kurve relativ stabil bleibt in Schorndorf. Es gibt kleine Kommunen im Schwarzwald oder im Hohenloischen, wo die deutlich nach unten geht, weil die halt einfach wegziehen. Die Kurve bleibt relativ stabil, geht aber leicht nach unten und die Schere geht immer weiter auseinander. Interessant ist auch, dass jetzt schon, ich habe diese Zahl durch 2 geteilt, weil natürlich niemand eine Familie gründet, also allein eine Familie gründet und es wird auch selten jemand in Ein- und Zweifamilienhäusern allein einziehen. Deswegen habe ich die Zahl durch 2 geteilt, ganz systematisch. Und das sind dann sozusagen der Nukleus der zukünftigen jungen Familien, um die alle Kommunen buhlen. Deswegen bauen sie Ein- und Zweifamilienhäuser, weil sie nämlich um diese jungen Familien konkurrieren. Aber die Schere ist jetzt schon in Schorndorf und auch in vielen anderen Kommunen jetzt schon auseinander. Es gibt jetzt schon weniger junge Familien in Schorndorf, als es Ü70-Haushalte gibt. Und das bedeutet, dass jetzt schon die Nachfrage und die jungen Familien sind die einzigen Nachfrager nach diesen Ein- und Zweifamilienhäusern, sind jetzt schon deutlich weniger. Ich habe da nur zum Spaß sozusagen
eine grüne Linie eingefügt. Das sind nämlich die Nachfrager, die jungen Familien. Und habe da nochmal 50% abgezogen, weil wir eine Eigentumsquote haben von 52%. Das heißt in Baden-Württemberg, das heißt, wir haben 48% Mieter. Und Mieter werden sich selten, wenn die sich ein Einfamilienhaus zur Miete leisten können, dann bauen sie auch gleich. Also das werden sie sich selten machen können. Natürlich sind jetzt auch Ü-70-Jährige in Mietwohnungen. Aber es sind natürlich auch junge Familien, die nur zur Miete gehen. Also insofern ist die Schere, aber nochmal, das wollte ich damit verdeutlichen, die Schere, berechnete Schere ist nochmal deutlich größer, also nochmal weiter auseinander zwischen Angebot, das ist der rote Balken, Angebot an Wohnungen oder Wohnraum, und grüner Balken, da ist die Schere deutlich größer. Herr Fleig? Ja? Kurze Frage, jetzt kam die Frage auf die 30- bis 70-Jährigen oder 35, oder sind die jetzt gerade unwichtig an der Stelle? Die sind unwichtig an der Stelle, ja. Okay. Die wohnen schon irgendwo. Ja. In der Regel. Wie gesagt, also die 20- bis 35-Jährigen sind nicht die, die jetzt sofort das nachfragen, sondern die immer später das nachfragen. Verstehen Sie? Das Potenzial, es geht hier um Potenzial. Der blaue Balken, die 20- bis 35-Jährigen fragen in 15 Jahren Einfamilienhäuser nach, wollen also bauen, zukünftige Bauherren. Mhm. Und die Ü-70-Jährigen, die wohnen ja jetzt auch noch. Das sind in 10, 15 Jahren sind die gestorben, ist halt so, sind die gestorben und machen dann sozusagen die Häuser frei, die einen nehmen können. Ich habe versucht, hier einigermaßen mich dieser Frage anzunähern, wie sieht denn das Angebot und die Nachfrage im Bestand aus? Dass ich das so gemacht habe, hat damit zu tun, dass ich in den vielen Jahren, die ich jetzt in dieser Richtung tätig bin, gelernt habe, Immo-Scout und Immo-Welt und was es da alles so gibt oder was überhaupt auf dem Markt angeboten wird, entspricht nicht dem Ansatz dessen, was wir im Bestand haben. Markt ist nicht gleich Bestand. Das ist die nächste Prämisse, die Sie sich merken müssen. Erstens, demografischer Wandel ist unausweichlich und zweitens, Markt ist nicht gleich Bestand. Im Bestand haben wir deutlich mehr Leerstände, als es tatsächlich auf den Markt kommt. Markt heißt ja, dass irgendein Erbe irgendwie was anbieten müsste. Wir haben aber eine Finanzkrise gehabt, 2008, 9, 10. Haben wir eine Finanzkrise gehabt. Und da fragen sich ganz viele Menschen, ja, was soll ich denn mit dem Geld auf der Bank, wenn ich das verkaufe? Das bringt mir doch nichts. Auf dem Papier werde ich immer reicher, weil das nämlich immer der Grundstückspreis immer weiter zunimmt. Und tatsächlich ist das auch so. Es ist also ein Nullangebot oder quasi Nullangebot an Häusern, die verkauft werden oder auch Wohnungen, aber eine mäßige Nachfrage, und die führt mit mäßiger Nachfrage und quasi Nullangebot führt dazu, dass praktisch nichts, dass wie ein großer Druck erscheint, eine große Wohnungsnot erscheint. Ist aber in der Wirklichkeit nicht so. Wir haben im Bestand deutlich mehr und in der Zukunft noch mehr, gerade im Bereich von Ein- und Zweifamilienhäusern. Ich zeige Ihnen jetzt mal. Ja, wir haben das auch ganz konkret in verschiedenen Kommunen überprüft. Das ist nur eine Auswahl, die wir hier gemacht haben, und haben die Kommunen mal rechnen lassen, wie sieht denn der tatsächliche Leerstand in verschiedenen Kommunen aus. Wie gesagt, das ist nur eine Auswahl. In Böblingen, Böblingen habe ich deswegen aufgenommen, weil Böblingen haben wir zweimal rechnen lassen, einmal 2011 und einmal 2018. Der hellblaue Balken unten, die Zahl bezeichnet die aktuell dort zu der Zeit erkannten Leerstände. Und zwar haben wir das so gemacht, wir haben den Kommunen gesagt, bitte prüft mal mit eurem Einwohnermeldeamt alle Gebäude, das geht bloß Wohngebäude scharf, nicht wohnungsscharf, Wohngebäude scharf, weil das ist im GIS, im Liegenschaftskataster so aufgeführt.
prüft alle Wohngebäude, wo niemand gemeldet ist. Und dann kam raus, 5% aller Wohngebäude 2011 in Böblingen standen leer. 5%. Das war nicht im Ansatz das, was auf dem Markt war, nur ein Bruchteil davon. Und dann haben wir das 2018 wiederholt und haben festgestellt, okay, das hat weiter zugenommen. Ist ja auch logisch. Es sind ja noch mehr Leute gestorben. Und es ist nicht unbedingt wiederbelegt worden. Und in Dagersheim, das ist ein Ortsteil von Böblingen, war 2018 sogar schon 6,1%. In Donaueschingen hat man, so an der Grenze zwischen Schwarzwald und Schwäbische Alb, da hat man auf der Bar 5,9%. Alles in dieser Größenordnung. Und wir hatten auch andere Kommunen erhoben, die waren alle so bei 5-6%. Alle in dieser Größenordnung. Und das sind, weil es Wohngebäude scharf ist, fast ausschließlich Ein- und Zweifamilienhäuser. Weil immer Mehrfamilienhaus ist, immer einer, wohnt immer irgendeiner drin und deswegen ist dann kein Leerstand nach dieser Methode. Die lila, die violetten Balken oben drüber, haben wir versucht, den Anteil der Wohngebäude zu eruieren, die künftig leer stehen werden, wenn sie nicht wiederbelegt werden. Haben wir die gleiche Methode, Einwohnermeldeamt, über 70-Jährige, alle über 70-Jährige und zwar jüngster Bewohner eines Wohngebäudes über 70. Wenn der jüngste Bewohner über 70 ist, und da sind ganz viele drin, da ist ein Seniorenheim. Aber in der Regel sind es dann halt ein oder zwei Personen, die da drin sind und das sind auch wieder die Ein- und Zweifamilienhäuser. Und da sehen Sie, dass das Potenzial, dass da auf uns zukommt an Einfamilienhäusern, nochmal deutlich größer ist und natürlich auch in Böblingen zwischen 2011 und 2018 deutlich gewachsen ist. Also von 8,3 auf 10,5%. In Dagersheim, wie gesagt, ein Teilort, der eher ländlich strukturiert ist, 14,4% sogar. Und auch in Donaueschingen bei 9%. Und wenn ich jetzt diese Untersuchung wieder machen würde, dann würde ich bestimmt wieder auf 5-6% Leerstand in Böblingen kommen, aber mittlerweile auf 12% über die Gesamtstadt. Und also Böblingen, ja, im Großraum Stuttgart, S-Bahn-Anschluss und so weiter, also mehrere S-Bahn-Haltestellen und dergleichen mehr. Also da kann man wirklich nicht von einer schlechten Struktur drumherum, viele Arbeitsplätze kann man nicht reden, trotzdem wird das durch die Überalterung, der lila Balken zeigt die Überalterung in Deutschland, in Baden-Württemberg und eben auch hier. Und ich bin überzeugt, wenn man diese leichte Untersuchung, ganz einfache Untersuchung in Schorndorf machen würde, das sollten Sie mal dem Schorndorfer OB ans Herz legen, wenn man die machen würde, dann kämen ganz ähnliche Zahlen raus. Bedeutet aber, wenn Sie das mal überschlagen, 10%, wenn wir jetzt die gleichen Zahlen von Böblingen 2018 nehmen, für Schorndorf beispielsweise, das sind 16% rund, die derzeit leer stehen, beziehungsweise in 10 bis 15 Jahren leer stehen, dann aller Wohngebäude, nicht Wohnungen, sondern Wohngebäude. Da können Sie sich leicht ausrechnen, was das für ein Potenzial darstellt, wenn es denn auf den Markt käme. Und das ist dann das eigentliche Problem. Ich habe auch andere Zahlen mal rausgeholt, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Wir sollten einfach mal schneller machen. Gut, also da nochmal ganz klar, Sie sehen an diesen Zahlen, Markt ist nicht gleich Bestand und die Leerstände im Bestand nehmen ständig zu. Unausweichlich, genauso unausweichlich wie wie der demografische Wandel. So, meine nächste Folie. Das habe ich Ihnen mal rausgemacht, weil das finde ich richtig, einfach, dass Sie es visuell mal sehen, was das bedeutet. Jüngster Bewohner hier 75 oder älter. Das ist eine Kleinstadt, auch in der Region Stuttgart. Ich sage jetzt nicht welche, weil man dann womöglich raussuchen könnte, wer wo wohnt. Das unterliegt dem Datenschutz. Aber auch eine Kleinstadt an der S-Bahn, ganz ähnlich vergleichbar wie Schorndorf. Und das zeigt also
Jeder dieser Punkte zeigt ein Gebäude, wo der jüngste Bewohner 75 oder älter ist. Die Ding ist schon ein bisschen älter, das Bild. Also ich weiß nicht, 3 Jahre alt oder so. Und das bedeutet, dass die roten Punkte noch zugenommen haben. Da kommt ein wahnsinniges Potenzial auf uns zu und da sollten sich die Kommunen damit beschäftigen. Das regelt nicht der Markt selber, solange die Eigentümer das nicht freigeben. Und irgendwann wird es zur Lawine kommen, da müssen die dann verkaufen, weil man ja nicht abbeißen kann und weil es halt doch Geld kostet, Grundsteuer und dergleichen mehr. Und dann werden sie das verkaufen müssen und dann wird der Preis, wenn das dann irgendwann auf den Markt kommt, wird der Preis für Einfamilienhäuser in der Keller gehen oder deutlich sinken, sagen wir mal so. In Schondorf jetzt nicht unbedingt in der Keller, weil Schondorf hat ja immer noch eine gute Struktur, aber er wird deutlich sinken gegenüber heute. Die Frage für Kommunen ist demnach, nach diesen Zahlen, nach dieser Einführung, wer braucht denn wirklich Wohnraum? Kommunen sind ja eigentlich Kommunen sind ja eigentlich dem Gemeinwohl verpflichtet. Aber nach aller Erfahrung auch mit dem Paragraph 13b, den sie jetzt, den die Bundesregierung im Baugesetzbuch vor einigen Jahren verabschiedet hat, alles, was an Neubaugebiete erstellt wird, sind Neubaugebiete für ein- und Zweifamilienhäuser. Also für junge Familien. Nach diesen Zahlen brauchen wir das aber nirgends mehr. Also wirklich nirgends mehr. Wir müssen die alten, das im Bestand, die alten Gebäude im Bestand, die müssen wir wieder belegen. So wie sie frei werden, müssen wir schauen, dass sie wieder belegt werden. Was wir brauchen, sind Wohnungen für Senioren, altengerechte Wohnungen, Wohnungen für Studierende, preiswerte Wohnungen für Mieter, also preiswerte Mietwohnungen. Da ist auch ein ganz großer, so einfach in der Definition, immer ein großes Missverständnis. Viele sagen, wir brauchen preiswerten Wohnraum. Und Kommunen sagen, ja, wir haben preiswerten Wohnraum zur Verfügung gestellt. Meinen damit aber Eigentumswohnungen oder preiswerte Häuser, dass sie die irgendwie bezuschusst haben mit Baukindergeld oder was auch immer. Es geht zunächst mal, wenn man vom Gemeinwohl her denkt, um die 48% Mieter, um die Geringverdiener, um Polizisten und alle möglichen, die sonst, die nicht viel Eigenkapital haben, die einfach sich nur eine Mietwohnung leisten können und dass die nicht 40% oder 50% ihres Einkommens ausgeben müssen. Um die geht es eigentlich. Das muss man bauen. Das ist also immer mehrgeschossiger Bau, Mehrfamilienhäuser. Und Mehrfamilienhäuser stellt man in der Regel in den Ort rein. Das heißt also Innenentwicklung. Nicht in ein Neubaugebiet, das kann man in Stuttgart-Freiberg aus den 60er und 70er gut beobachten. Da haben sie Hochhäuser hingestellt und das war dann in kürzester Zeit ein sozialer Brennpunkt. Man muss also schon gut mischen und deswegen im Bestand baut man Mehrfamilienhäuser. Auch Seniorenwohnungen sind ganz stark von der Lage abhängig. Die brauchen die Nähe zum Arzt, zum Einkaufen und dergleichen mehr, weil sie nicht mehr automobil sind. Und deswegen brauchen die eine gewisse Lagegunst, werden aber ohne Ende gebraucht in einer überalterten Gesellschaft. Und es hätte noch den Vorteil, wenn man Seniorenwohnungen viel mehr baut, hätte noch den Vorteil, dass man den Senioren ein Angebot machen kann aus ihren zu großen Häusern auszuziehen. An dieser Stelle kommt in der Regel der Hinweis, ja, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das ist sicherlich, stimmt es ganz häufig, dass die Leute dann in ihren Häusern bleiben wollen, weil sie da seit 40 Jahren drin sind oder noch länger. Und das muss ja dann auch nicht unbedingt sein, solange sie da leben wollen und gut leben können. Ich sage das ja aber immer andersrum. Das ist ein Angebot. Sie können länger selbstständig und selbstaktiv leben, wenn die Rahmenbedingungen, die Wohnungen Ihnen das ermöglichen. Und das wären eben gerade altengerechte Wohnungen. Wenn ich nicht mehr Treppen steigen kann, kann ich mein Haus nicht mehr nutzen. Also brauche ich irgendeine Wohnung im Senioren
im betreuten Seniorenwohnen zum Beispiel oder im Generationenwohnen oder wie auch immer, da gibt es einen Aufzug, da gibt es einen Hausmeisterservice und dergleichen mehr. Wir haben gedacht, ja, das ist unsere Einstellung, aber jetzt wollen wir mal die Senioren mitkriegen. Wir haben deswegen eine Befragung im Kreis Böblingen durchgeführt unter 143, na unter mehr, aber wir haben 143 Antworten bekommen. Blau ist die Wunschsituation, grün die Ist-Situation. Wie sieht denn die Situation der Senioren, das sind alles die Ü70, wie sieht denn die Situation der über 70-Jährigen aus in drei verschiedenen Kommunen in Baden-Württemberg, im Kreis Böblingen? Und da sieht man, barrierefreies Bad haben anscheinend mehrere. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gehen wir mal davon aus. Hausmeister, Nähe zum Arzt, alles sehr wenig, aber fast alle haben einen Garten. Das waren über 90%. Ist ja logisch, sind ja freistehende Einfamilienhäuser zum großen Teil. Und jetzt sehen Sie die Wunschsituation, das Blaue. Viele wünschen sich einen Aufzug, ein barrierefreies Bad, einen Hausmeister und so weiter und so fort. Einen Garten wünscht sich fast keiner mehr. Garten ist zu anstrengend. Garten hört man dann, ja, ich würde es ja schon gern weitermachen, ich kann es aber nicht mehr und meine Kinder machen es nicht so, wie ich will. Und das bedeutet dann, ja, dann soll es lieber gar keinen Garten mehr geben, als dass ich dem zuschauen muss, wie der verwildert oder wie der runterkommt oder wie auch immer. Bei der Frage nach der Größe haben die in der Ist-Situation die Senioren im Schnitt eine Größe gehabt von 120 Quadratmeter, egal ob sie allein oder also im Schnitt halt allein oder zu zweit. Und die Wunschsituation war im Schnitt 70 Quadratmeter, 60 allein, 80 zu zweit. Das war so die Wunschsituation. Ich will damit bloß zeigen, ganz viele, lang nicht alle natürlich, aber ganz viele wünschen sich, dass sie ihre Wohnsituation verändern und verbessern können. Und das muss man ihnen ermöglichen. Wenn das Angebot nicht da ist an Seniorenwohnungen, dann kann man das denen auch nicht erfüllen. Wenn man es ihnen aber erfüllt, dann werden diese Häuser gleichzeitig frei, weil sie dann in der Regel irgendwie eine Seniorenwohnung kaufen und dazu müssen sie ihr Haus verkaufen und können dann da einziehen. Und dann wird es für junge Familien frei. Heißt also, in dieser Richtung müsste man dann auch nichts mehr bauen, keine Neubaugebiete mehr. Jetzt hat man natürlich, also das sind Senioren, jetzt hat man noch die preiswerten Mietwohnungen, von denen ich immer rede. Ich sage es extra Mietwohnungen dazu, weil das die eigentliche Zielgruppe ist. Eine junge Familie, die schon irgendwo wohnt und dann zwar für teures Geld im Augenblick, aber trotzdem sich ein Haus, ein Bauplatz oder was auch immer irgendwie leistet oder Eigentumswohnung und sich da ein bisschen vergrößert, das ist nicht der wirkliche Wohnungsnot. Die haben schon ein Dach über dem Kopf. Aber eine Familie mit Kindern oder eine Alleinerziehende oder irgendwas in der Richtung, die sich als Verkäuferin beim Rewe oder so oder Edeka ihr Brot verdient und damit auch ihr Kind noch unterhalten muss, die kann sich halt einfach nur eine preiswerte Mietwohnung leisten. Das ist die echte Wohnungsnot. Ja, und jetzt fragt man sich, wie kommt denn das eigentlich, dass die Mietwohnungen so teuer sind oder überhaupt die Immobilien im Augenblick so teuer, ne? Der Immobilienpreis geht nach oben, also gehen die Mietwohnungen auch nach oben. Und ich erkläre Ihnen das mal. Es gibt, also entscheidend ist, das schicke ich voraus, entscheidend ist für den Immobilien- und damit auch den Mietpreis der Grundstückspreis, nicht die Häuser an sich. Ein Haus aus den 50er Jahren kann man eigentlich nur noch abreißen. Trotzdem kostet es ein Wahnsinnsgeld, nämlich das Grundstück. Und wenn Sie jetzt hergehen, nur als so zur Plausibilität, überlegen Sie sich mal, Sie lassen vom gleichen Architekten und den gleichen Handwerker in Brandenburg, in der Pampa oder in Stuttgart oder in Schorndorf das gleiche Haus auf dem gleichen Grundstück, gleich großen Grundstück bauen. Jetzt da einmal dürfen Sie raten, welches Haus teurer ist. Und da werden Sie dann ganz leicht auf die Idee kommen, dass es eben in Schorndorf bzw. in Stuttgart erheblich teurer ist. Ne? Erheblich.
Und das liegt einfach am Grundstückspreis. Sie sehen hier die Entwicklung aus dem Grundstücksmarktbericht von Stuttgart, Stadtmessungsamt. Und da sehen Sie die grüne Linie geht ab nach der Finanzkrise. Da geht sie deutlich nach oben. Und das sind die Baulandpreise. Die reinen Baukosten steigen zwar auch, wie Sie sehen, aber lang nicht in dem Maße, wie es die Baulandpreise machen. Und das bedeutet einfach, um preiswerte Wohnungen zu bekommen, egal jetzt ob für Senioren oder für sonstige sozial schwächere Mieter, müssen sie die Baulandpreise ausschalten. Da kommen wir gleich noch dazu, was man da machen kann. Jedenfalls, die Baulandpreise sind entscheidend und die müssten ausgeschalten werden, dass man an den, oder ausgeklinkt irgendwie, dass man eben da rankommt an die, an entsprechend preiswerte Mietwohnungen. Jetzt bin ich schon oder erst bei was tun. Ganz wichtig ist, dass man die Kommunalplanung auf Zielgruppen ausrichtet, nicht mehr allein auf Einfamilienhäuser und nicht mehr auf die jungen Familien allein. Das ist auch eine Zielgruppe und natürlich eine wichtige, aber da eben nicht mehr allein. Und bei der Planung auch nicht mehr nach Köpfen zählt. Ich habe Zunahme der Bevölkerung, also brauche ich mehr Wohnraum. So einfach funktioniert es nicht. Niemand von den Flüchtlingen wird sich in den nächsten 40 Jahren ein Einfamilienhaus kaufen. Und niemand von den Verkäufern, Polizisten, Krankenschwestern, Altenpflegern oder was auch immer, der nur auf das angewiesen ist, kein ererbtes Eigenkapital hat, wird sich auf Dauer irgend so oder in der nächsten Zeit so was kaufen können. Die wollen mieten und die müssen mieten und sie brauchen preiswerte Mietwohnungen. Also in aller Regel, es gibt immer Ausnahmen. Aber deswegen ist wichtig, dass die Kommunalplanung nicht nur auf eine Zielgruppe schielt, sondern auf alle Zielgruppen und die genau untersucht. Es erfordert also ganz und dafür dann eine zielgruppengenaue Datenerhebung. Was man natürlich auch noch braucht, ist Bewusstseinsbildung bei den Zielgruppen. Die muss man jetzt bei den jungen Familien nicht unbedingt machen. Die haben immer eine relativ starke Lobby bei Verwaltung und Gemeinderat, dass wieder neue Baugebiete, dass wieder gebaut werden kann. Im Übrigen, ich verfolge das seit 30 Jahren etwa hier in der Region Stuttgart. Und ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass durch ein Neubaugebiet die Grundstückspreise gesunken wären. Das sagt man ja immer. Ne? Die Grundstückspreise sinken dann, da wird alles billiger, je mehr Bauland wir bauen. Das habe ich noch nicht erlebt und das sind schon viele, ich habe schon viele Neubaugebiete überall erlebt. Aber dass die Grundstückspreise runtergegangen wären, das ist einfach kein probates Mittel da dafür. Deswegen Bewusstseinsbildung bei den Zielgruppen, vor allem bei den Senioren, bei den Eigentümern von leerstehendem Wohnraum und dergleichen mehr. Und dann natürlich noch eine kommunale Bodenvorratspolitik. Ich sagte ja gerade, die Grundstückspreise sind schuld dran an den hohen Kosten, an den hohen Immobilienpreisen. Und deswegen muss eine Kommune ihr Tafelsilber nicht verkaufen, sondern muss im Gegenzug eigentlich alles kaufen, was sie kriegen kann. Um damit dann zu tauschen oder zusammenzulegen und dergleichen mehr. Eigentümer haben eine relativ starke Stellung. Die können relativ viel machen mit ihren Grundstücken. Und von daher ist es immer von den Eigentümern abhängig. Also deswegen auf der einen Seite Bewusstseinsbildung, auf der anderen Seite kaufen als Kommune. Ich habe auch noch ein paar Push-and-Pull-Faktoren aufgeschrieben. Also der Faktor Push ist Nachfrage der jungen Familien auf den Bestand lenken. Das geht relativ einfach. Ich mache keine Neubaugebiete. Wenn ich da dieses Ventil aufmache, dann verliere ich jede junge Familie, die ein Haus neu baut, in einem Neubaugebiet, kauft kein altes Haus im Bestand mehr und saniert es. Schau, Frage der energetischen Sanierung mit dem Klima. Wer soll denn das zahlen, die alten Häuser zu sanieren? Und wenn die dann irgendwann mal auf Dauer leer stehen, weil es nicht mehr genug junge Familien gibt, dann gibt es ein Problem. Dann altersgerechten Wohnraum fördern.
Fördern heißt nicht unbedingt Geld, ist schon ein Pull-Faktor, aber heißt nicht unbedingt Geld, sondern einfach mal schauen, was kann man wo machen. Im Bestand die Grundstücke bereitstellen, vielleicht kommunalplanerisch sichern, wie auch immer. Da kommt es ja auf die Lage an beim altersgerechten Wohnraum. Grundstücke dann an Betreiber zur Verfügung stellen, eigene kommunale Grundstücke. Eine wirksame Leerstandsabgabe einführen. Ist für mich eigentlich unverzichtbar. Wir haben den Artikel 14 im Grundgesetz. Der heißt, Eigentum ist garantiert im Absatz 1 und völlig gleichberechtigt im Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Und mir ist nichts politisch bekannt, wo jemals dieser Absatz 2 zur Anwendung gekommen wäre. Ich frage dann aber immer, wo, wenn ich beim Thema Wohnen, bei diesem Grundrecht Wohnen, ich brauche ein Dach über dem Kopf, ohne das kann ich nicht wirklich leben, wo, wenn ich bei diesem Thema, sollte Artikel 14 Absatz 2 gelten. Und deswegen ist für mich eine Leerstandsabgabe absolut gerechtfertigt. Ich sage auch immer ganz überspitzt oder polemisch, oder vielleicht auch nicht so polemisch, Leerstände sind asozial. Man darf das nicht leer stehen lassen. Da haben alle Gebühren und Steuerzahler der Kommune haben dran mitgezahlt und zahlen weiterhin dran mit. Das ist mit der Erschließungskosten nicht getan. Zahlen weiterhin dran mit, dass dieses Gebäude dort gebaut wurde und natürlich eine entsprechende Versorgung und Entsorgung hat. Zahlen alle dran mit. Und der Eigentümer, der es stehen lässt, der handelt asozial. Deswegen eine wirksame Leerstandsabgabe einführen, die auch wirklich wirkt. Also die Grundsteuer ist viel zu niedrig, das wirkt nicht. Das müsste schon in Höhe der halben Jahresmiete oder irgend sowas, die man für dieses Gebäude erzielen könnte oder für diese Wohnung erzielen könnte, in der Richtung. Dann würden deutlich mehr auf den Markt kommen. Was man aber wieder als Pull-Maßnahme machen könnte, wäre eine Vermietungsgesellschaft gründen. Das soll ja nicht alles auf Verbote und Gebote, sondern tatsächlich auf Anreize gehen. Die Vermieter, die Angst haben davor, sie müssen das mit dem Mietvertrag verhandeln. Es gibt diese Mietvandalen, obwohl das ein verschwindend geringes Problem ist, nachweislich. Aber die Angst davor haben, die kann man dazu auffordern, wir mieten deine Wohnung und vermieten die weiter. Oder wir mieten dein Haus und vermieten das weiter an irgendwelche Bedürftigen oder wen auch immer. Und wir garantieren dir die Miete und wir garantieren dir, dass wir die Wohnung dann wieder sanieren danach. Also eine Vermietungsgesellschaft. Könnte man kreisweit machen, dergleichen mehr. In dieser Richtung gibt es auch schon tatsächlich Ansätze. Zum Beispiel in Karlsruhe, im Landkreis Karlsruhe, gibt es da Ansätze mit Vermietung von leerstehendem Wohnraum. Und Raumteiler heißt ein Projekt, das es da auch noch gibt im Land Baden-Württemberg. Also von daher gibt es verschiedene Ansätze, die muss man halt tatsächlich noch weiter ausbauen. Und dann natürlich preiswerten Mietwohnraum schaffen und das geht eigentlich nur, wenn das kommunal organisiert wird, zum Beispiel durch Erbpacht. Mit Erbpacht schaltet man den Grundstückspreis aus. Also man hat vielleicht das Grundstück jetzt teuer kaufen müssen oder vielleicht hat die Kommune auch noch ein Grundstück und da beauftragt man einen Bauträger und Vermietungsträger, der das im Auftrag der Kommune, der zahlt eine Erbpacht, eine jährliche von 3% oder was in der Größenordnung, stellt das Haus drauf, vermietet das alles zu einem festgesetzten Quadratmeterpreis, den man da vielleicht nach oben anpassen kann mit der Inflation, aber auf jeden Fall ein niedriger Preis. Die Stadt Wien macht seit 100 Jahren städtischen Wohnraum und vermietet es. Das sind über 60% aller Mietwohnungen ich weiß gar nicht, ob es aller Mietwohnungen oder aller Wohnungen in Wien sind sozusagen Sozialwohnungen, gefördert durch die Stadt, sind städtische Wohnungen. Da kann man tatsächlich mitten in Wien etwas für 5 € der Quadratmeter mieten. 5 €, das ist praktisch utopisch hier.
Klar, die machen das seit 100 Jahren, deswegen sind die so weit gekommen, aber das ist die einzige Möglichkeit, diese Preisspirale zu durchbrechen und irgendwelchen Miethaien, die dann gentrifizieren oder was auch immer da machen und höhere Mietpreise verlangen, um denen einen Riegel vorzuschieben und wirklich die Preise wieder in ein vernünftiges Maß zu kriegen. Also es muss wieder in den Sozialwohnungsbau eingestiegen werden und nicht auf 15 Jahre beschränkt, sondern am besten durch Erbpacht, dann habe ich 99 Jahre als Kommune der Finger drauf. Wenn ich das alles mache, davon bin ich überzeugt, langfristig eine lebenswerte Kommune, wo sich alle Bevölkerungsgruppen wohlfühlen, auch die jungen Familien, die dann wieder bisherige Siedlungsflächen mit Einfamilienhäusern belegen, also alle sich wohlfühlen und deswegen eine langfristig lebenswerte Kommune. So, jetzt. Vielen Dank. Jetzt bin ich ge gespannt, wie viele Leute ausgestiegen sind. Ja, vielen Dank von meiner Seite, von unserer Seite. Ich fand es jetzt total spannend, aber auch gar nicht so leicht greifbar. Wo kriegt man das hier noch aus? Die Ansicht, Augenblick. Ja, ich bin ja gerade am. Wie kriege ich denn überhaupt das wieder auf hier? So. Nee. Nee, der auch nicht. Aufnehmen. Nein, stoppen. Ah, jetzt bin ich da. Okay. Ah. Na, was sind wir? So. Wow, ja. Ja, es ist ziemlich viel, es ist ziemlich hart an Fakten, aber ich wollte ja eben auch gerade Fakten mitteilen und die Konsequenzen daraus. Ja, also ich habe übrigens an alle im Chat ein paar Links reingesetzt, ganz am Anfang vom Chatverlauf. Das hatte das Rebhuhn, das hier mit anwesend ist, die Helga mir vorab zugeschickt. Und da war auch eine Dokumentation zu diesem Themenfeld. Und da wurde unter anderem der Herr Palmer erwähnt in Tübingen, der gegen den Leerstand von Bauplätzen vorgegangen ist. Und da wurde aber auch gezeigt, dass es ein schwieriges Thema ist, weil man geht dann an den Privatbesitz von Leuten ran und zwingt sie. Und das hat bei Ihrem Vortrag am Anfang ja auch mitgelungen, wenn dann die Erben einfach, welche Gründe sie auch immer haben, dass sie es nicht verkaufen wollen, weil ihnen gerade einfach die Immobilie lieber ist wie Geld, weil es gab da so, also so habe ich verstanden, und es gab vor 10, 12 Jahren eben eine Krise und Geld war auf einmal so, hupsa. Und man hat ja auch dann gesehen, ab 2009 in ihrem Schaubild, dass da auf einmal wohl ganz viel Geld in Immobilien geflossen ist. Und seitdem das zunimmt und vielleicht auch noch verschiedene Mechanismen jetzt dafür gesorgt haben, für die Preissteigerung und so weiter. Aber insgesamt fand, also ich persönlich jetzt das, was ihr aufzeigt und die Ansätze und eigentlich der Beratungsbedarf, der wohl dann bei Kommunen da sein könnte oder eben auch in der Politik nachher, um Gesetzgebung so anzupassen, um eben was anders zu fördern und möglicherweise auch ein bisschen zu fordern von denen, die Eigentum haben und die aber da auch eine Pflicht haben, weil, und das kommt in einem von diesen Beiträgen, die ich da verlinkt habe, auch, dass die Kosten dafür eigentlich der Allgemeinheit trägt, Trager hat vorher und auch weiter trägt. Und da kommen wir aber, oder ich bin dann auch wäre dann damit berührt, mit der Frage eben, die Einstellung, die dann auch jeder hat, oder das Vertrauen, dass er wieder der Gesellschaft, der Gemeinschaft was zurückgibt und trotzdem nach ihm guckt wird. Und da fand ich dann diesen Ansatz von so kommunaler
Vermietungsgesellschaften zum Beispiel, das wäre wahrscheinlich genau das Richtige, weil da dann das Vertrauen bei den Einzelnen oder auch älteren Leuten der Bevölkerung besteht. Ja. Also es gibt immer Push- und Pull-Faktoren. Man muss immer alles durch umsetzen. Es gibt nicht das eine Patentrezept. Bei nichts eigentlich. Bei keinem. Beim Klimaschutz nicht. Bei der Mobilität nicht. Hier auch nicht. Deswegen gibt es immer viele Faktoren, die man alle umsetzen muss. Bisher geht die Kommunalplanung in allen Kommunen her und weist einfach, wenn sie irgendwie meint, sie brauchen jetzt was Neues, dann weisen sie einfach Neubaugebiete aus. Hat auch mit der Kommunalfinanzierung zu tun, weil mit den Erlösen, die sie da selber noch drin haben, womöglich mit Grundstücke, kriegen sie ja auch noch irgendwie Geld und können ihren Haushalt vielleicht ausgleichen damit. Auch ein schwieriges Thema, muss man auch ran. Aber wenn man das anders machen will, braucht es immer Push and Pull. Also Pull wäre jetzt so eine Vermietungsgesellschaft oder das Angebot an Seniorenwohnungen und Push wäre dann halt die Leerstandsabgabe. Ich halte das auch nicht für eine, das heißt dann immer eine Enteignung. Nee, die dürfen das behalten, aber die zahlen dann halt da dafür. Und der Pesch war das, glaube ich, im Chat hat gesagt, die Verwaltung sagt, das sei rechtlich nicht möglich. Das stimmt so nicht, das ist halt Zweckentfremdungsabgabe, gibt es schon in, das ist nichts anderes als Leerstandsabgabe, das gibt es schon in Tübingen. Allerdings glaube ich, ist die nicht besonders, ich habe jetzt nichts weiter gehört, wie erfolgreich die ist und ich glaube, die ist nicht besonders hoch. Aber das würde ich halt einfach mal einführen und dann würde ich es halt mal durchklagen bis zum Bundesverfassungsgericht, Artikel 14 Absatz 2. Warum denn nicht? Die klagen doch wegen anderem Zeugs, lassen sich auch verklagen. Alles Mögliche. Das wollte ich wirklich mal wissen. Sonst kann nämlich die Verfassungsversammlung oder der Bundestag dann hergehen, wenn das Gericht es dann ablehnt. Bei diesem Punkt, dann kann der Bundestag hergehen und mit Zweidrittelmehrheit den Punkt aus dem Grundgesetz streichen. Dann ist er nämlich für gar nichts notwendig. Und deswegen, da würde ich das einfach mal politisch wirklich anders anpacken. Und Sie haben natürlich recht, Herr Koch, man muss ein soziales Klima ausschaffen. Deswegen die Kommunikation, die Bewusstseinsbildung. Man muss auch ein Klima schaffen, das den Leuten deutlich macht, nee, ihr dürft es nicht leer stehen lassen. Wir zahlen da alle dran mit, ihr dürft es nicht leer stehen lassen. Bringt es bitte auf den Markt. Ja. Gar nicht so einfach. Also nee. Aber für mich ist das ja, oder es fühlt sich gerade an, das ist auch eingebettet eher in so einen Gesamtkontext, weil dahinter steckt ja eben, es geht ja um den Flächenverbrauch und um die sinnvolle Nutzung von der Ressource, die wir jetzt haben, also auch in Bezug aufs Klima oder einfach unsere Landnutzung hier und was da wieder zusammenhängt dann mit dem Artensterben, mit weniger Platz und für die Tiere und Natur und Ernährung und so weiter. Aber wie kommt man für mich dann, wenn man sieht, das betrifft dann jemand nachher und man muss eben mit diesem Zuckerbrot und Peitsche irgendwie Arbeit und Politik muss da aber auch einfach Zeichen dann setzen. Ja. Ja. Und da ist aber dann auch gut, vorher irgendwie das Gesamtbild selber einigermaßen gut zu haben, bevor man dann jetzt politisch eben, für mich jetzt, wenn dem so wäre, dann da in eine bestimmte Richtung geht. Aber ich denke, grundsätzlich wird es eh so sein, dass ja wir jetzt in den nächsten 10 Jahren oder wie auch immer, einfach in der Zukunft immer mehr gefordert werden, unseren Beitrag zu leisten und in Verantwortung zu gehen und auch in so eine Verantwortung als Teil der Gemeinschaft. Ja. Ja. Und da ist das ein Themenbereich, ein wichtiger. Ja. Der nicht außer Acht gelassen dürfen. Das hängt eben alles mit allem zusammen. Ein amerikanischer Publizist hat mal gesagt, es gibt für jedes menschliche Problem eine Lösung, einfach, plausibel und falsch.
Die Sachen sind kompliziert, die hängen alle, also egal ob Klimaschutz, Flächenverbrauch, Artensterben, soziale Fragen und dergleichen, alle diese Dinge, die hängen alle miteinander zusammen und die muss man alle insgesamt betrachten. Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass man die Gemeinwohlorientierung, und deswegen hebe ich immer darauf ab und auf die Kommunen, weil die Kommunen und die Gemeinderäte sollten eigentlich gemeinwohlorientiert sein. Da geht es nicht um den kurzfristigen Profit von Eigentümer oder von Unternehmen, sondern es geht um die Gemeinwohlorientierung, und zwar die langfristige. Dann wird aus jeder Ökonomie, wenn ich die gemeinwohlorientiert mache, wird aus jeder Ökonomie eine grüne Wirtschaft oder dergleichen. Weil jeder kurzfristige Verdienst ist immer auf Kosten von anderen. Ob es Ressourcen in Afrika sind, ob es Flüchtlingswellen sind, das hängt ja alles miteinander zusammen. Diese mittlerweile sind es, weiß nicht, 80 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Das nimmt immer weiter zu. Vor 2 Jahren waren es nur 68 Millionen. Ne? Das nimmt immer weiter zu. Aber das hängt doch mit unserem Wirtschaftssystem zusammen, mit unserer Wirtschaftsweise, mit unserem Wohlstand. Das muss man einfach mal durchschauen. Und das heißt, wir müssen auch anders leben, dass die nicht flüchten müssen. Alle Welt redet immer von den Fluchtursachen, macht aber nichts dagegen. Und ja, dann, wenn sie hier, dann wollen wir Festung Europa bauen. Das wird nicht erfolgreich sein bei 80 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Also die ganzen Fragen hängen miteinander zusammen und die muss man tatsächlich auch so betrachten und immer die Gemeinwohlorientierung im Kopf haben. Und das heißt nicht, Gemeinwohlorientierung heißt nicht bloß die Kommune, sondern wirklich alles. Also Menschenwürde, ich sage immer drei Prämissen. Menschenwürde, Generationengerechtigkeit und globale Gerechtigkeit. Da haben wir alles drin. Den gesamten Umweltschutz, den Klimaschutz, die soziale Frage und so weiter. Diese drei Punkte, mehr braucht es nicht. Und im Prinzip steht es so oder ähnlich im Grundgesetz auch schon drin. Müsste man halt bloß mal wirklich umsetzen. Uwe? Ja, schönen guten Abend, Herr Fleig. Ich habe mal eine Frage, die uns ganz kurz wieder in die Untiefen des Alltags zurückführt. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine unfaire Frage, aber wer hat denn eigentlich dieses große Interesse daran, immer neue Baugebiete auszuweisen und diesen Wohnraum dann auch zu schaffen? Ich meine, Sie haben ja jetzt ganz gut hergeleitet, womit es begründet wird, mit jungen Familien, die Wohnraum brauchen, die man aber auch eventuell anders unterbringen könnte. Und ich weiß jetzt von dem einen oder anderen Gemeinderat, dass da natürlich auch Bauträger immer im Gemeinderat sitzen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung jetzt aus der Praxis, wenn Sie mit den Kommunen dann verhandeln? Wo sind denn da so die Stolpersteine? Ist eine gute und überhaupt keine unfaire Frage. Ich habe übrigens im Chat habe ich kurz was gelesen, dass mein Bild unscharf ist. Ich entschuldige mich dafür, das liegt an meiner alten, schlechten Kamera. Ich wollte aber das von daheim aus machen, weil ich nicht von Stuttgart aus zurückfahren wollte und nach der Ausgangssperre sozusagen aufgegriffen werden wollte. Zu Ihrer Frage. Natürlich gibt es immer entsprechende Interessengruppen, die auch im Gemeinderat sitzen. Also zum Beispiel Landwirte, die natürlich die goldene Fruchtfolge, also Weizen, Mais, Bauland, verwirklichen wollen. Es gibt auch viele Handwerker oder andere Immobilienunternehmer, Makler und dergleichen, die auch im Gemeinderat sitzen. Und wenn sie nicht drin sitzen, haben sie natürlich bestimmte Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Das ist sicherlich ein Teil, aber meinem Gefühl nach oder meiner Erfahrung nach eigentlich eher der geringere Teil. Der Hauptteil kommt tatsächlich durch die Not der Kommunen, diese Erlöse aus Baulandverkauf zu benötigen. Die haben eine finanzielle Not und brauchen das. Das sollte man einfach die Finanzierung von Kommunen auf andere Beine stellen. Die blasen da auch eine Blase auf. Die finanzieren immer mehr eine immer größere Infrastruktur, die sie unterhalten müssen mit jedem Neubaugebiet. Müssen ja Leitungen verlegt werden und dergleichen. Und die müssen unterhalten werden. Das Verlegen wird über die Erschließungskosten abgedeckt. Aber die Unterhaltung auch noch nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, nach 40 Jahren, egal was da los ist, egal wie bewohnt diese Neubaugebiete dann sind,
die zahlt weiterhin die Kommune, also alle, und dann gehen die Gebühren halt nach oben. Aber im Augenblick ist es halt so, dass die kurzfristige Wahlperiode das halt notwendig macht, dass man Neubaugebiete schafft. Und da ist natürlich der Effekt viel besser, wenn ich jetzt lauter junge Familien, die junge, besser verdienende Familien habe und deswegen Einfamilienhäuser baue. Die bringen auch entsprechend Steuergelder pro Kopf. Also das, wenn dann vier zunächst mal drin sind, dann kriege ich den Einkommensteueranteil. Das ist die nächste oder die Haupteinnahmequelle von Kommunen, der Einkommensteueranteil. Die kriegen nämlich 15% der Einkommensteuer ihrer Bürger. Das heißt, wenn die lauter Millionäre, haben wir jetzt übertrieben gesagt, dann kriegen sie 15% der Einkommensteuer von Millionären. Wenn sie lauter Sozialhilfeempfänger haben, dann kriegen sie 15% der Einkommensteuer von Sozialhilfeempfängern, also gar nichts. Und dann gibt es halt so Schlüsselzuweisungen und dergleichen mehr, so komplizierte Geschichte mit der Kommunalfinanzierung. Aber das ist ein Treiber. Der andere ist immer die Lobbygruppen. Da helfen natürlich Landwirte und Immobilienmakler und dergleichen mit. Aber da erreichen wenige gut vernetzte Familien aus in einer Gemeinde, die beim Bürgermeister und bei Gemeinderäten vorstellig werden, um denen dann um denen immer wieder auf die Füße zu stehen. Ich will endlich bauen, ich will hier in der Gemeinde bleiben, ich will endlich bauen, mach doch mal da was, ich finde kein Grundstück. Und das führt dann dazu, dass dieser Lobbygruppe nachgegeben wird, weil das eine gefühlte Wohnungsnot ist. Die Mieter, die sozial Schwächeren, die Geringverdiener, die haben praktisch keine Lobby, die werden da nicht vorstellig. Da gibt es eine Warteliste vielleicht für Notwarteliste für Mietwohnungen, aber das sind nicht die Leute, die sich da stark machen dafür oder das auch nur könnten. Und dieser Effekt, also einmal das Geld, einmal die Lobbyarbeit, die führt in den Kommunen dazu, dass dass Einfamilienhausgebiete neu gebaut werden. Der Hauptgrund. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage damit beantwortet, Herr Baldner. Ja, ich sehe gerade der Wilhelm. Also, wir haben 2018 im Schondorfer Gemeinderat einen Antrag eingebracht auf Zweckentfremdungsabgabe. Da hat die Verwaltung uns eine DIN A4-Seite Gründe genannt. In Schorndorf herrsche kein Wohnraummangel und das Land hat 2015 68 Städte und Gemeinden mit Wohnraummangel auf der Basis solcher Indikatoren identifiziert. Schorndorf war damals nicht dabei, sagt die Stadtverwaltung. Und dieses Gesetz, dass der Erlass einer derartigen Satzung als letztes verfügbares Mittel zur Wohnraumschaffung angewendet werden sollte, haben sie extra nochmal dick fett eingedruckt in den Begründungssachverhalt. Ja, und dann fiel uns immer viel ein. Ne? Diese Begründung hätte ich gerne, Herr Pesch. Haben Sie die noch irgendwo liegen, diese eine DIN A4-Seite? Warte, geschwind. Muss ich jetzt freischalten? Morgen auf Ihrem Tisch, Herr. Per Mail. Jo. Ja, sehr gut. Das zeigt aber auch gleich, dass es die Landesregierung hat es tatsächlich gemacht. Die hat verschiedene Kommunen mit sogenanntem Wohnraummangel identifiziert. Das bedeutet aber, dass der eine Beitrag im Chat, ich glaube, der war das auch von Ihnen, Herr Pesch, dass es rechtlich nicht möglich sei, ja. Der stimmt aber nicht, also nicht grundsätzlich. Und wenn die keinen Wohnraummangel haben, dann brauchen sie auch gar nicht bauen. Dann brauchen sie keine Neubaugebiete. Das wäre für mich sofort die Retourkutsche gewesen. Wir haben doch keinen Wohnraummangel, warum soll man dann bauen? Na, es geht ums Gemeinwohl. Und Tübingen macht's vor. Ja, teilweise. Die haben auch noch Neubaugebiete. Auch der Palmer hat Neubaugebiete ausgewiesen. Aber gut.
Es ist halt immer, es gibt kein Patentrezept. Man muss sich da irgendwie durchlavieren. Okay, nächste Frage. Ich glaube, der Guido wollte eigentlich auch schon. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt, also gern. Kein Problem. Ja, ich finde diese Fehlbelegungsabgabe, ich finde die richtig, aber es wäre vielleicht auch gar nicht der erste Schritt. Markus, du hattest ja auch gesagt, es muss sich eigentlich in so ein Gesamtbild einfügen. Was ich sehr spannend fand, waren die älteren Leutchen, die alleine oder zu zweit in einem großen Haus wohnen, weil die Kinder ausgezogen sind. In meinem privaten Umfeld kenne ich das auch. Ja, alte Bäume verpflanzt man nicht so gern, aber es kommen doch Situationen, wenn man den Garten nicht mehr pflegen kann, wenn man aus einer vorübergehenden Krankheit nicht mehr gut die Treppe hochkommt, wenn der Partner stirbt und so, dann kommen doch viele ans Nachdenken, ob sie nicht eigentlich doch in eine kleinere, altengerechte Wohnung zentral gelegen, dass man gut zum Bäcker kommt und so weiter umziehen. Jetzt bin ich dann doch noch zu jung, um älteren Leuten zu erzählen, was sie gerne möchten. Deshalb fand ich die Umfrage total super spannend, dass sich das damit deckt, dass man halt wirklich einen Hausmeister, einen Aufzug, alles, was einem das Leben erleichtert, wünscht im Alter. Und dann haben wir natürlich ganz viele Leute glücklich gemacht, wenn wir so geeigneten Wohnraum, wirklich seniorengerechten, barrierefreien Wohnraum fördern und dadurch dann wieder Einfamilienhäuser frei werden. Dann ist erstmal allen geholfen und im Nachgang zieht dann vielleicht nochmal eine Fehlbelegungsabgabe. Ich hatte es ja vorhin auch deutlich gemacht, dass es gibt kein Patentrezept. Wir brauchen alles. Ich reite bloß ein bisschen mehr auf dieser Fehlbelegungsabgabe, Leerstandsabgabe, Zweckentfremdung, egal wie man es nennt, reite ich ein bisschen mehr rum, weil man auf der anderen Seite nicht unbedingt nur Pull-Faktoren machen darf und die Push-Faktoren außer Acht lassen. Natürlich braucht es diese Angebote, wie Sie das gesagt haben, Herr Menneken. Aber ich brauche eben auch die Push-Faktoren. Also man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Darum geht's. Und natürlich wäre es mir lieber, wenn wir alles mit Kommunikation, mit Bewusstseinsbildung, mit Überzeugungsarbeit hinkriegen würde. Und dann löst sich die Fehlbelegungsabgabe in Wohlgefallen auf, weil ich sie nicht mehr brauche. Das wäre natürlich schön. Aber ich befürchte, dass es nicht ohne die geht. Und dann muss man halt, darauf achten, dass dann in der öffentlichen Diskussion nicht nur, so wie wir hier, nicht nur darüber diskutiert wird, aber sie muss auch angewandt werden, meiner Meinung nach. Allein geht es nicht. Es braucht auch Verbote und Gebote und ordnungsrechtliche Dinge und neben den ganzen Anreizen. Vielleicht kurz zur Abrundung, bevor die Helga auch was sagen kann, also Rebhuhn hier. Ich nehme wahr, in dem Angebot, wie Sie es machen, in der Analyse Stand der Dinge und auch so ein Ausblick mit der Frage eben, wo die Kommune ihrer Aufgabe gerecht wird für alle und nicht nur für einen Teil der Bevölkerung und womöglich das zunächst so aussieht, als wenn das Geld kosten könnte oder nicht rentabel ist oder irgendwie so, aber mehr davon eh wegkommen sollte, sondern immer alle im Blick haben, eben von der jungen Familie bis zu den Senioren und zu sehen, was wird eigentlich braucht. Und dazu war ja dann wie in Böblingen und in der Region so eine Umfrage, eigentlich mal so eine Grundlage, wo man dann eigentlich als Gemeinderat zum Beispiel sagen müsste, okay, jetzt habe ich einen größeren Blick und muss von diesem Üblichen, wie es wohl die meisten Kommunen machen und wie es sich ergeben hat, eben auch eine neue Information mit reinlassen und mein Gesamtbild erweitern, um eben dem gerecht zu werden, für was wir eigentlich als Politiker dann auch oder als Gemeinderat, Landrat, wo auch immer, um was es gehen wird, weil das eigentlich unser Auftrag ist, so bei einer Kommune jetzt, aber ist ja beim Land auch nicht anders und alle anderen Verwaltungseinheiten unseres Landes. Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben, ich sage das nochmal, mit dem demografischen Wandel haben wir einen Paradigmenwechsel. Das gab es noch nie in Deutschland.
dass wir so älter werden und tendenziell auch weniger. Früher war das höchstens der Fall nach Krieg und Pestilenz. Wir hatten noch nie so lange Friedensphase und noch nie, dass weniger Kinder geboren werden als die vorherige Generation aus uns selbst heraus, also die natürliche Bevölkerungsentwicklung. Das gab es noch nie. Und jetzt muss man einfach unsere ganzen Prozesse und Mechanismen, auch die Politik, anpassen, meiner Meinung nach. Wir machen seit Ende des Zweiten Weltkriegs nichts anderes als Neubaugebiete ausweisen und da Ding hinstellen. Das ist im Prinzip die Kommunalplanung. Und da irgendwelche Häuser hinstellen. Wir machen da nichts anderes. Und das muss man sich ganz neu auf den Prüfstand stellen und davon muss man wegkommen. Dafür habe ich diese Zahlen da erhoben und Ihnen vorgestellt. Müsste sich tatsächlich jeder Gemeinderat, jeder Stadtrat auf die Fahnen schreiben und sich das Ganze mal überlegen, ob das noch Sinn macht, das so weiterzutreiben. Aber es verdienen halt einige Leute doch ganz gut daran, kurzfristig. Das ist dann wieder die Sozialisierung der Kosten und die Privatisierung der Gewinne. Mhm. Ja, das sind Mechanismen, die haben wir an viele Stellen. Helga? Ja, also hört ihr mich alle? Bin da noch nicht so firm drin. Ja, gut, wunderbar. Also, mein Name ist Helga Mutschler-Tamm, ich bin aus Kernen, also aus dem Speckgürtel von Stuttgart. Ich fand den Vortrag super interessant, wirklich war ganz, ganz toll, weil ich mich auch schon längere Zeit damit beschäftige. Zum Beispiel auch zu hören, die Finanzierung der Gemeinden muss auf andere Füße gestellt werden, das sage ich auch schon seit 7 Jahren. Und da wollte ich fragen, ob es da alternative Modelle gibt, die Sie gut finden. Das ist mal das eine. Dann wollte ich fragen, zweite Frage, gibt es denn Erhebungen, wie viele Leerstände in den Innenstädten eigentlich sind? Also ich denke zum Beispiel an Waiblingen, historische Innenstadt. Da weiß man nicht wirklich, wie viele Leute wohnen eigentlich in diesen Häusern und gäbe es da Möglichkeiten, den Wohnraum vielleicht, falls er zum großen Teil oder zum gewissen Teil leer steht, irgendwie zu rekrutieren, indem er zum Beispiel Denkmalschutz irgendwelche Abstriche macht, hinten raus oder so und einfach die Wohnungen attraktiver baut oder auch von den Bauvorschriften her, also das Elektrozeug und so weiter, dass man das erleichtert, dass man schnell und nicht indem man irgendwelche Wohngebiete jetzt schafft, sondern die in 5 Jahren dann fertig sind, sondern schnell jetzt Wohnraum beschafft, der günstig ist. Und dann wollte ich noch fragen, dritte Frage, nach Corona ist es ja eventuell auch so, dass in Gewerbegebieten viele Firmen vielleicht insolvent gehen, wenn man da die Bauvorschriften ändern würde, dass man dann sagt, okay, dann kann man auch vielleicht alternative Wohnungen oder Wohnformen schaffen in leerstehenden Gebäuden, zum Beispiel als Lofts, WGs für Studenten oder auch Senioren-WGs, warum nicht? Ob das auch eine Möglichkeit wäre, Wohnraum zu bekommen? Das waren meine 3 Fragen. Jetzt hoffe ich, dass ich die alle noch parat habe. Das erste, die Kommunalfinanzierung. Ja. Im Augenblick sieht es so aus, dass die Kommunen, die haben jetzt nicht mehr Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, aber im Prinzip kann man es immer noch so anschauen, die haben laufende Einnahmen. Die Haupteinnahmequelle ist der Einkommensteueranteil. Der richtet sich nach der Zahl der Bürger und nach deren Steueraufkommen. Der zweitgrößte Posten ist die Gewerbesteuer. Hängt aber stark von Konjunkturdingen ab und auch von, also die schwankt relativ stark. Und natürlich, wie viel Gewerbe ich in einer Gemeinde habe. Kleinere Kommunen haben eher wenig Gewerbe und dann hat es da auch keinen so großen Ein. Mit Abstand kommt dann die Grundsteuer. Die ist relativ niedrig, die soll gerade reformiert werden, aber ich denke nicht, dass sie dadurch steigt. Das wäre aber zum Beispiel ein Punkt, wo man Gemeinden besser finanzieren könnte über die Grundsteuer, ohne dass dann die anderen, das müsste man sich noch ausdenken, dass die Mieter jetzt nicht belastet werden, weil die im Augenblick umgelegt werden darf auf die Mieter.
Und dann gehen viele Gemeinden eben her, wenn es da nicht reicht und wenn sie irgendwelche Vorhaben haben. Bei uns im Abraham-Neckar haben sie jetzt die uralte Stadthalle aus den 50er sanieren müssen. Dann haben sie einfach ein neues Baugebiet gemacht, haben da die Grundstücke verkauft und haben die 11 Millionen Euro dann in die Sanierung der Stadthalle gesteckt. Das ist alles eine Frage der Infrastruktur auch. Also von daher brauchen die dann solche Erlöse und sind gezwungen, immer wieder sowas auszuweisen, weil sie sonst nichts mehr zu verkaufen haben und das dann nicht gestemmt kriegen. Da müssen wir wirklich fragen, ob man das mal anders machen kann. Im Prinzip aber ist das Steueraufkommen ja bundesweit entsprechend verteilt. Also ein Teil kriegen die Kommunen, ein Teil kriegen die Länder und ein Teil der Bund. Einkommensteuer und Mehrwertsteuer sind etwa 80% des bundesweiten Steueraufkommens insgesamt. Einkommensteuer und Mehrwertsteuer. Oder Lohnsteuer, und also Einkommen und Lohnsteuer und Mehrwertsteuer. Wenn man jetzt zum Beispiel die Mehrwertsteuer anders verteilen würde und die Länder wären zum Beispiel an der Mehrwertsteuer beteiligt, die Kommunen eben nicht, da könnte man dann schon anders agieren in dieser Richtung. Es gäbe auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Gab mal einen Vorschlag vom Institut für angewandte Wirtschaftsforschung Tübingen, der sogenannten Blau, die Baulandausweisungsumlage. Wenn ich auf jeden Quadratmeter, der neu umgelegt wird, beispielsweise 10 Euro draufschlage, dann kommt ein dreistelliger Millionenbetrag in Baden-Württemberg immer noch raus, bei so viel Hektar, die jetzt noch immer neu bebaut werden. Und dieser dreistellige Millionenbetrag könnte dafür hergenommen werden, die Kommunen zu unterstützen, die nicht neu ausweisen, die nur auf Innenentwicklung gehen. Also zum Beispiel zum Grundstücke kaufen, zur Innenentwicklung zu betreiben, Leerstandsmanagerin zu bezahlen und dergleichen mehr. Da könnte man das Geld von denen, die weiterhin in die Fläche gehen, umverteilen zu denen, die tatsächlich Innenentwicklung machen. Und diejenigen, die Eigentümer, die Bauherren, die neu kaufen, das sind 10 Euro pro Quadratmeter praktisch kein Geld. Vielleicht auf dem Land, aber das soll ja auch nicht unbedingt einfach in die Fläche gebaut werden. Und dann wird es da auch entsprechend knapper. Also es gibt da Ansätze. Jetzt war Ihre zweite Frage. Helfen Sie mir noch mal kurz auf die Die Innenstädte, historische Innenstädte, ob es Erhebungen gibt, wie viel da eigentlich leer steht und ob man das irgendwie rekrutieren könnte als schnell zu verfügende Wohnungen, die günstig sind, sag mal. Die Leerstandsanalyse ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache. Deswegen sind wir da drauf gegangen, auf die Wohngebäude, weil die eben sich da, wie soll ich sagen, zu 90% kommt man bei den Wohngebäuden dann ran, eben nicht die Mehrfamilienhäuser und wahrscheinlich dann auch nicht die Innenstädte, wenn es dann Mehrfamilienhäuser sind vor allen Dingen. Wir haben das vor Jahren schon mal ausprobiert und versucht, über Abfallgebühren an die Leerstände zu kommen, über Wasserverbrauch, über Stromverbrauch und. Überall haben wir Abfuhr gekriegt. Bei den Abfallgebühren hieß es dann, Landratsamt Böblingen hieß dann, nein, das geht so nicht, wir haben mehr als Wohnungen. Wir haben dann mehr Abfallgebührenzahler als Wohnungen. Also da kam genau das Gegenteil raus. Man müsste im Prinzip, wenn man Wohneinheiten als Leerstand untersuchen wollte, müsste man wirklich an jedes Haus hinlaufen und klingeln und fragen. So müsste man es eigentlich machen. Oder die Volkszählung wieder. Den Zensus von 2011, der wird ja jetzt gerade wiederholt, oder soll wiederholt werden, 21, weiß ich jetzt nicht genau. Also nicht den Mikrozensus, sondern der volle Zensus, ne, der 2011 stattgefunden hat, wo wirklich alle befragt wurden. Wenn man den wiederholt, dann kommt man natürlich auch an die Daten ran. Aber das ist auch immer dann eine Momentaufnahme, die ist nicht sonderlich aussagekräftig. Also Leerstand zu erheben ist furchtbar schwer, bis auf die Wohngebäude, an die kommt man ran. Aber ich brauche auch nicht unbedingt, also ich gehe mal davon aus, dass im Mehrfamilienhaus tatsächlich auch ein größerer, ein stärkerer Umlauf besteht. Also da werden die Wohnungen tatsächlich eher vermietet. Die lässt man nicht so ohne weiteres leer stehen. Und da könnte auch so eine Vermietungsgesellschaft stärker rankommen.
Problem sind die Einfamilienhäuser, weil wir dazu geringe Nachfrage haben und weil die von den Grundstücken her einfach dann, die stehen eher leer. Da hängt man vielleicht noch ideell dran, die Erben oder wie auch immer, will man sich noch nicht damit beschäftigen, was auch immer. Und das, unser Problem sind die Ein- und Zweifamilienhäuser. Also braucht man diese nicht unbedingt. Das Dritte war, wie kommt man zu preiswertem Wohnraum, wenn ich es mich recht entsinne? Ja, Gewerbe, also nach Corona, wenn vielleicht Gewerbe insolvent gehen, ob man dann in Gewerbegebieten praktisch alternative Wohnformen machen könnte in so Firmen mit Lofts, mit WGs von Studenten, Senioren. Also da bin ich jetzt auch gespannt, was sich nach Corona entwickelt, da der Büromarkt ja sowieso am Boden liegt. Und ich gehe davon aus, dass das, was wir hier jetzt machen, also online oder Homeoffice und so weiter, dass das schon auch immer größeren Anteil erhalten bleibt, auch wenn Corona mal vorbei sein sollte, so Gott will. Dann glaube ich schon, dass da mehr Büroraum frei wird insgesamt. Ob man das dann so ohne weiteres umbauen kann, ist nochmal die andere Frage. Aber ich glaube, da wird es dann schon bei den Eigentümern schon Denkmodelle geben, wie sie das hinkriegen. Aber ich befürchte, dass es wirklich preiswerte Wohnungen dann nicht sind, dass auch die Zahl dieser Wohnungen nicht ausreicht, um den Preis entsprechend zu drücken. Besteht auch bei denen ja kein Interesse dran. Denn den Mietpreis zu drücken, also im Mietspiegel spürbar, bei Neuvermietungen spürbar zu drücken, wird nur gehen über kommunalen Sozialwohnungsbau und über da, wo es entsprechend viele Leerstände gibt, tatsächlich eine Zweckentfremdungsabgabe und natürlich Bewusstseinsbildung, dass sie das freigeben. Also den Bestand zu aktivieren, darum geht es letztendlich. Ja, vielen Dank. Das war super, ja. Ein bisschen mitgeschrieben. Danke. Ja, ich habe es gesehen. Super. Da sind ja, im Chat noch einige Fragen, aber ja. Wer hat gerade? Ich sage, im Chat sind noch einige Fragen oder Hinweise. Da war eins. Mara fragt, bei wem waren Sie schon mal in Schorndorf zum Vortrag? Ich weiß nur, dass der Herr Pesch, der hier auch online ist, mich eingeladen hat. Ich weiß nicht mehr genau, für welche Organisation, aber fragen Sie einfach den Herrn Pesch. Sie können das vielleicht beantworten, Herr Pesch, direkt im Chat. Dann wohlhabende Singles. Ich bin nicht Stuttgart Mitte und wohlhabende Singles. Ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich so viele wohlhabende Singles sind. Das ist das im Luxussegment, spielt da eine große Rolle. Auch in Stuttgart ist so, dass da die Senioren natürlich auch große Wohnungen, wenn es jetzt keine Einfamilienhäuser sind, große Wohnungen belegen. Und diese Wohnungen, ich gucke gerade mal, habe ich doch irgendwo eine Zahl gehabt? Habe ich jetzt aber nicht mehr in diesem Vortrag. Werden auch viele Senioren drunter sein, die eben große Wohnungen, die sie sich vor Urzeiten mal gekauft haben, belegt haben. Also ich habe keine Zahlen jetzt zu diesem Phänomen mit den wohlhabenden Singles. Ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem ist. Zu den Senioren. Es gibt in Stuttgart auch, sind über 50% Single-Haushalte, über 50%, das ist aber typisch für große Städte, 1,9 oder so irgendwas, über 50% Single-Haushalte. Und von diesen sind 25% Senioren-Singles. Das macht eine, ich weiß nicht, das war irgendwann 37.000 Haushalte. Sind Senioren-Singles über 65. 37.000 Haushalte in Stuttgart allein über 65. Alleinstehende Senioren. Da sehen Sie, was auf uns zukommt. Auch in Stuttgart, selbst in der Landeshauptstadt, die wirklich gut frequentiert ist. Da habe ich Zahlen dazu. Aber nicht zu den wohlhabenden Singles, wie man da so schön glaubt. Aber das ist auch mal wieder so typisch. Man redet da nicht von der Altersremanenz, sondern man redet halt von den
Neureichen, die sich da irgendwie allein da irgendwo einmieten. Das gibt es sicherlich auch, aber ich glaube, das ist kein so großes Phänomen wie die Altersremanenz. Dann war das mit dem Geld. Was hatte ich hier? Bunschendorf, ja. Ne, das war irgendwie die Fragen nach den Kosten. Wo habe ich denn das? Da war, glaube ich, irgendwo ein Missverständnis zwischen zwei Chattern. Oft gehen die Erschließung, die Frau Baumgärtner hat nachgefragt, oft gehen die Erschließung eines Baugebiets und der Verkauf von Grundstücken fast 0:0 auf, zumindest in Urbach. Ich bin nicht ganz sicher, was sie damit meint. Langfristig rentiert sich es auf jeden Fall nicht, wenn man die Unterhaltung, die Betriebskosten sozusagen vom Baugebiet anguckt. Und dann fragt die Mara zurück, wenn die aber keinen Gewinn bringen beim Verkauf, dann müssten andere Sachen erhöht werden. Das wäre so, wenn das so direkt, also wenn sie wirklich die Kommune sich auf die Erlöse verlassen würden. Aber das ist ein strukturelles Defizit, das die dann hätte, eine Kommune, wenn sie das so drüber so macht, dass sie mit Erlöse Gebühren und Grundsteuer und Abwasserbeträge finanziert. Das wäre ein strukturelles Defizit. So darf eine Kommune das grundsätzlich nicht machen, das über Erlöse. Also die müssen sich aus sich selber heraus finanzieren eigentlich. Von daher stellt sich die Frage so nicht. Ich bin sowieso dafür, das empfehle ich dann jeder Kommune, wenn ein Neubaugebiet ausgewiesen wird, dann soll die Kommune gefälligst sämtliche Grundstücke kaufen vorher. Und den Planungsgewinn, das nennt man, also Sie müssen damit rechnen, 3 € pro Quadratmeter ist ein landwirtschaftliches Grundstück wert. Und nachher haben Sie, ich weiß ja, wo bei Ihnen jetzt gerade in Schorndorf, das ist bei 500, 700, 900 Euro, ich habe keine Ahnung, aber das ist der sogenannte Planungsgewinn. Und der steht meines Erachtens ausschließlich der Kommune, der Gemeinschaft zu, nicht dem Eigentümer. Der Eigentümer hat ein Grundstück für 3 €, das 3 € wert ist und das verkauft er. Und das steht ihm nicht dieser Planungsgewinn zu, der steht der Gemeinschaft zu, meiner Meinung nach. Vom Gerechtigkeitsgedanken. Die Stadt Ulm zum Beispiel macht das so. Die macht kein Neubaugebiet, ohne dass sie alle Grundstücke erworben hat. Und die kleine Gemeinde Weschenbeuren im Landkreis Göppingen macht das auch so, seit Jahrzehnten. Das können die Kommunen so machen. Und wenn sich die Grundstückseigentümer da nicht drauf einlassen, dann wird halt nicht umgelegt. Die Kommune legt fest, dass diese Preissteigerung stattfindet durch die Ausweisung als Bauland. Und deswegen steht der Kommune auch der Planungsgewinn zu. Jetzt kann man das so machen, dass man dann für, meinetwegen von den Landwirten für 50 Euro das verkauft, dann haben sie immer noch eine mehr als Verzehnfachung oder Verzwanzigfachung bei 60 Euro, haben sie dann immer noch von ihrem Grundstück, haben sie immer noch eine Menge Geld. Und dann kann eine Kommune hergehen und muss ja nicht zum Marktpreis verkaufen, dann kann sie das selber steuern, zu welchem Preis sie das verkauft, die Grundstücke, oder auch behält und in Erbpacht irgendwas draufstellt. Da hat sie dann ganz andere Möglichkeiten. Andererseits ist es halt dann trotzdem ein Neubaugebiet, das wir eigentlich nicht brauchen. Ich habe halt immer so kleine Co-Vorträge, Entschuldigung. Ich finde es wunderbar, ich komme tiefer rein so das Verständnis, was da eigentlich Sache ist, wie die Abläufe sind. Aber die Bärbel Baumgärtner hat sich gemeldet, ich glaube auf ihre Frage oder ihre Rückmeldung auch. Ja, also ich fand es jetzt hochinteressant mit diesen Preisen für Bauland, weil, also ich erlebe das schon so, dass dann natürlich jeder so ein bisschen spekuliert mit dem Äckerle oder mit dem Wiesle, das er da noch irgendwo hat. Und dass es da halt in so einer Kommune schon auch so ein bisschen so Seilschaften gibt. Und da läuft halt vieles so, wie es halt jetzt schon die letzten 50 oder 100 Jahre gelaufen ist. Und also da braucht es ein großes Umdenken.
auch die Leute, die daran verdienen, also die Bauträger oder Baufirmen, die dann die Erschließung machen und so, ja, dass alle umdenken irgendwie und das nicht mehr als so ein Kapitalmarkt angucken. Und das fand ich jetzt ganz arg interessant, dieser Ansatz, dass der Zugewinn, also die Gewinn, die Steigerung von dadurch, dass das Bauland wird, dass das eigentlich der Allgemeinheit gehört. Also, und dass man damit eigentlich auch Infrastruktur und alles finanzieren kann. Also das hat. Das ist das sogenannte Planungsgewinn. Genau. Und bei unseren Preissteigerungen von Ackerland zu Bauland, da hat man also wirklich, da sind die mit dem 20-fachen, also bei 60 Euro beispielsweise, sind sie mit dem 20-fachen Grundstückswert doch super bedient. Ich sage immer, es gibt nichts, nicht einmal Warentermingeschäfte, wo man so viel, mit so wenig Leistung, so viel Preissteigerung erzielen kann, wenn man das Grundstück besitzt und es zum Bauland wird. Also kein so riesiger Gewinn nirgends. Ein paar tausend Prozent sind es, wo genau. Man da rausholen kann. Und das, wie gesagt, meiner Meinung nach steht es nicht, weil die kommunale Planungshoheit davor ist, steht es nicht den Eigentümern zu. Ja, meine Frage wäre jetzt noch, also jetzt geht es gerade um Wohnraum, aber es ist ja auch immer Industriebau immer noch gefragt. Oder also zum Beispiel bei uns, ich komme aus Urbach, da steht jetzt auch wieder im Raum, ein neues Industriegebiet zu erschließen. Was machen Sie da für Aussagen? Braucht man das noch? Also es wird ja immer so argumentiert, die Wirtschaft ist unser Motor, gerade hier im Ländle, im Großraum Stuttgart sei das ganz wichtig. Wie sehen Sie das? Hat man genug Industriegebiete und Industrieflächen schon zur Verfügung? Gibt es da auch Leerstand, den man nutzen könnte? Oder wie sieht es da aus? Das ist ja oft auch ein Riesenflächenverbrauch. So ein Industriegebiet ist ja gleich auch mal mindestens so groß wie ein Wohngebiet oder größer. Ja, klar. Nee, braucht man eigentlich nicht mehr, nicht mehr in der Region Stuttgart, meiner Meinung nach. Es gibt Erhebungen über freie Flächen auf bestehenden Gewerbegebieten in der Region Stuttgart, hat die Wirtschaftsregion Stuttgart GmbH, erhebt es regelmäßig. Und da gibt es jede Menge freie Flächen. Aber hier beim Thema Gewerbegebiete ist die, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht im Kopf, bei Thema Gewerbegebieten ist die Konkurrenz unter den Kommunen noch viel schädlicher als bei den Wohngebieten, meiner Meinung nach. Weil hier jeder, da fragt ein Betrieb bei 10 Kommunen an, habt ihr mir ein Grundstück? Und das kommt dann noch, also bei jeder Kommune kommt es sozusagen in die Warteliste und wenn sie dann 10 verschiedene Betriebe zusammen haben oder auch 5 nur, dann machen sie ein neues Gewerbegebiet. Dass der aber nur von den 10 Kommunen nur in eine Kommune gehen kann und damit rausfällt, das kommt dabei nicht raus. Die machen, Gewerbegebiete werden nach einer Angebotsplanung gemacht und weil die Gewerbesteuer eben der Kommune zusteht und sozusagen on top kommt zu den Einnahmen, versuchen natürlich alle, nicht bloß ihre eigenen Betriebe, die schon da sind, die Handwerksbetriebe zu fördern, sondern versuchen entsprechend auch noch neue Betriebe dazu zu gewinnen. Am liebsten irgendwelche arbeitsintensiven Produktionsunternehmen oder so, Bosch oder keine Ahnung, irgend sowas in der Richtung. Und dann haben sie ein Problem, wenn sie das dann nicht vollkriegen. Die verkaufen das teilweise. Es gibt einige Kommunen auch in der Region Stuttgart, die unter Selbstkostenpreis, also nicht einmal die Erschließungskosten gedeckt, unter Selbstkostenpreis die Grundstücke verkaufen, damit sie es überhaupt vollkriegen, weil sie das ja ganze schuldenfinanziert, die Erschließungskosten immer weiter bezahlen müssen. Und das ist eine, also das heißt, der Steuerbürger dieser Kommune zahlt dann dem Gewerbe sozusagen günstige Grundstück. Da gehört ganz dringend eine Kooperation der Kommunen hin, eine Aufsicht, dass nicht jeder beliebig irgendwo was hinbaut, wo es gerade noch passt und das dann leer steht, beleuchtete Schafweiden, sage ich immer. Wir hatten das lang bei dem Gewerbegebiet Lerchenecker,
in Backnang, ich weiß nicht, wer das kennt, an der B14, das war ewig lang leer gestanden, ewig lang, bis dann die Region sich dessen angenommen hat und gesagt hat, okay, das pushen wir mal, das machen wir jetzt zum regionalen Gewerbegebiet. Und da haben sie dann sozusagen die Kosten teilweise weggenommen von Backnang, aber es zahlen dann halt die anderen Kommunen mit, ne, über die Umlage. Und dann haben sie es langsam aber sicher vollgekriegt. Wenn ein Betrieb irgendwo neu baut, dann, das ist der nächste Punkt, wenn ein Betrieb irgendwo neu baut, macht er das, zieht er in der Regel um. Er baut nicht wirklich neu. Er zieht in der Regel um und macht da sein Werk neu oder so. In der Regel mit weniger Arbeitsplätze als vorher, weil er rationalisiert, weil das alles entsprechend hingeht. Der Flächenbedarf pro Arbeitsplatz ist ständig gestiegen in den letzten Jahren, oder Anspruch, muss ich sagen, nicht Bedarf. Das heißt, immer weniger Leute pro Quadratmeter arbeiten in den neueren Betrieben. Es ist außerdem nicht einzusehen, warum müssen die ganzen Gewerbebetriebe einstöckig sein mit riesigen Parkflächen. Ist nicht einzusehen. Ich würde gar kein Gewerbegebiet mehr neu ausweisen ohne irgendeinen Schienenanschluss. Würde ich einfach nicht machen. Und da würde ich den Firmen eben keine Parkplätze zugestehen. Gehört aber für das alles eine übergreifende Planung sozusagen hin. Und da ist die kommunale Planungshoheit und die Konkurrenz unter den Kommunen außen vor. Also da ist die behindert es dann. Richtig schwierig daran zu kommen. Wenn man dann aber die Finanzierung mal eine Vollkostenrechnung macht, von Anfang bis Ende, nach 20, 30 Jahren, dann wird man sehen, dass die Gewerbesteuereinnahmen in der Regel das nicht decken, was insgesamt bezahlt wurde. Ja, das da braucht man ja dann breitere Straße, hat in Backnang, da muss jetzt die B14 ausgebaut werden und so weiter. Das hat ja immer auch Folgekosten. Die Gewerbegebiete brauchen ja Infrastruktur und so weiter. Ja, und die Infrastruktur war am alten Standort vorhanden, der jetzt leer steht, der wird nicht verkauft, der taucht als Verlustposten in der Unternehmenssteuerabrechnung auf und drückt die Unternehmensgewinne. Mhm. Das heißt, die zahlen weniger Steuern und lassen das auch noch leer stehen. Das kostet die praktisch nichts, irgendwo leerstehende Fläche. Und die haben das zwar als Pluspunkt in der Unternehmensbilanz, der Grundstückspreis, aber die Unterhaltungskosten gehen dann verlustmäßig. Also es gibt ja sogar Fälle, wo Bürogebäude gebaut wurden in Frankfurt, ganz neu gebaut, nicht vermietet und diese, dieser Immobilienmensch, der das oder die das Immobilienunternehmen, die das gemacht haben, die verdienen da trotzdem dran. Ich verstehe nicht recht, wie das geht im Steuerrecht, aber das ist offensichtlich möglich. Ohne Einnahmen haben die das dann als Verlustvortrag in ihrem verrechnen da das mit anderen Dingen. Also unmöglich. Also wenn man das jetzt mal so im Großen und Ganzen denkt, dann ist es ja schon so, wie Sie vorher angedeutet haben, dass im Grunde die Kommunen, es geht ja immer ums Geld, um kurzfristige Gewinne, was zu finanzieren. Ja. Also dann wäre doch ein Lösungsansatz im Großen einfach, die Kommunen anders zu finanzieren, so wie Sie vorher schon gesagt haben, über andere Steuermodelle. Also das wäre ja, glaube ich, dann dringend notwendig, dass die Kommunen nicht immer irgendwo das nötig haben, durch irgendwelche Grundstücksverkäufe da irgendwelche Löcher zu stopfen. Ja, da haben Sie vollkommen recht, oder auf Gewerbesteuer abzuzielen, auf die zu spekulieren. Die Gewerbesteuer wollen interessierte Kreise auch schon seit 30 oder 40 Jahren abschaffen. Aber dann müsste man halt der Kommune etwas anderes geben, ne? Einen Anteil an der Körperschaftssteuer. Oder wie auch immer, das darf sich aber nicht auf die einzelnen, so direkt auf die Einkommensteueranteil der einzelnen Bewohner und auch nicht direkt auf die Steuerzahlungen der Gewerbebetriebe beziehen. Das muss irgendwie abgekoppelt werden. Und da müsste man eine ganz neue Finanzierungsmethode nach zentrale Orteprinzip oder was auch immer, ne, dass die Kommune, die jetzt größere Anschaffungen zu machen hat, größere Infrastruktur wie Gymnasium zu unterhalten, die kriegt halt eine höhere Steuerzuweisung als eine
Kommune, die eben kein Gymnasium und nicht einmal eine Realschule oder irgend sowas zu unterhalten hat. Also so irgendwie müsste man das machen und das darf man nicht allein an dem, das ist alles wachstumsorientiert. Das gesamte Kommunalfinanzierungsmodell ist wachstumsorientiert und konkurrenzorientiert. Und das hilft uns bei diesem Paradigmenwechsel nicht mehr weiter. Die Wirtschaft kann auch nicht ewig wachsen. Das ist das richtige Modell gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber jetzt brauchen wir ein neues Modell eigentlich. Aber das lösen wir halt nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, jetzt haben sie an dieser Grundsteueränderung, da machen sie auch schon seit 30 Jahren rum. Und die Bund-Länder-Kommission kam nicht zu Potte. 30 Jahre machen die an der Grundsteueränderung rum. Mhm. Helga? Also ich hätte auch nochmal eine Frage oder ein Statement. Also es ist ja bei uns im Ballungsgebiet so, dass zu 90%, sage ich mal, Gewerbe und Wohnungsbau auf den Ackerflächen stattfindet. Und es sind ja die allerbesten Böden, weil deswegen haben sich die Städte ja damals hier gebildet. Und ich denke, dass durch dieses Problem, also das ist ein anderes Problem ist noch, dass die ja nur zu 0,6 auch mit dem Faktor 0,6 ausgeglichen werden müssen mit den Ökopunkten, während eine Streuobstwiese zum Beispiel mit dem Faktor 3,0. Und das ist billig, das ist eben, die müssen bloß die Erde wegschieben, die müssen keine Bäume rausmachen, da kann man super gut drauf bauen, ja, egal was. Und dieser Schwund der Ackerflächen ist so brutal gewesen in den letzten 20 Jahren, seit der Finanzkrise jetzt auch nochmal verschärft, aber auch schon davor immer, dass es garantiert, ist meine volle Überzeugung, in 15, 20 Jahren ein, genauso wie bei den Sozialwohnungen jetzt, ein Mangel an diesen fruchtbaren Flächen geben wird, wo man was anbauen kann. Und gerade wir haben ja die Flächen in einer gemäßigten Zone, es wird immer heißer, immer trockener, klar, aber wir haben ja Flächen zum Anbauen für die regionale Landwirtschaft, für die Versorgung der Bevölkerung mit möglichst kurzen Wegen, ohne viel Lkw-Verkehr. Und wir machen gerade diese Böden durch diese blöde Finanzierung, dieses Wachstum, alle kaputt und versiegeln die. Und es bleiben zu wenig übrig, bin ich voll überzeugt davon. Was sagen Sie dazu? Ich kann Ihnen nur zustimmen. Was soll ich da sagen? Kann ich Ihnen nur zustimmen. Egal, ja, ob Streuobstwiese oder nicht, die Ökopunkte, ja, sind da jetzt nicht das Entscheidende. Bei der Ökopunkte oder der Eingriffsausgleichsregelung, die Sie ja eigentlich ansprechen damit, ist das erste Gebot, Eingriff vermeiden. Ja. Das macht halt niemand. Und die haben versucht, das zu monetarisieren und damit vielleicht das einzugrenzen oder so, aber das bisschen Geld, das wird da locker, kurzfristig locker reingespielt. Und die Streuobstwiesen sind wichtig, die Ackerböden, die guten Ackerböden mit den hohen Bodenzahlen bei uns in der Region sind wichtig. Aber wo Geld unterwegs ist, gegen den Markt kann man nicht planen, heißt es immer. Obwohl die Kommunen den richtigen Ansatzpunkt hätten, die haben die kommunale Planungshoheit verfassungsmäßig garantiert. Die hätten den Ansatzpunkt. Aber jetzt überzeugen Sie mal in der Demokratie die Politiker. Ja, was gäbe es denn für einen Ausweg, um die Ackerflächen und die regionale Landwirtschaft zu erhalten? Einfach keine Neubaugebiete, keine neuen Siedlungsgebiete, ja, mehr, egal ob Gewerbe oder Wohnen, das mehr zu bauen. Wie gesagt, die Grundlagen sind eigentlich dafür da. Wir sind nicht mehr in der Wachstumsphase, weder bevölkerungsmäßig noch wirtschaftsmäßig und dergleichen. Wir können uns da gesund schrumpfen. Wir müssen uns auf ein anderes Wirtschaftsmodell weg vom Wachstum. Es gibt kein unendliches Wachstum, nicht auf diesem Planeten. Und bei uns wird es schon am deutlichsten. Da gibt es ja jetzt, sollen wir nochmal der dritte SUV uns hinstellen? Allein oder der dritte Fernseher oder was weiß ich, das führt ja zu nichts. Also es gibt kein unendliches Wachstum und das muss man runterbrechen auf alles und da muss man die Menschen in der Demokratie halt, die Menschen überzeugen davon. Vor allem die Entscheidungsträger zunächst mal. Jetzt hatte wer hatte die Frage? Ja, ich wollte was zu den Böden sagen. Also es ist ja auch sogar so, dass wenn ich jetzt eines Tages dann das Gewerbegebäude oder den Parkplatz wieder entferne,
der Boden ist nicht mehr derselbe. Die ganzen Bodenorganismen sind kaputt. Das dauert viele Jahrzehnte, bis der sich halbwegs erholt hat. Also ich staune manchmal auch wirklich, wie entfernt manche Mitmenschen von den ganz harten Fakten sind. Also die sich bei einer ausgedehnten Dürre, die wirklich bedrohlich ist für die Landwirtschaft, über das schöne Wetter freuen. Und das mit dem Bodenverschleiß geht in dieselbe Richtung, weil heute importieren wir Lebensmittel. Wahrscheinlich könnten wir mit einer stärker vegetarischen Nahrung und so weiter auf Importe eventuell verzichten. Aber eigentlich ist es ein einziger Frevel, gute Ackerböden unter Parkplätzen verschwinden zu lassen. Sie haben vollkommen recht. Wie war das, wo das Kind zu seiner Mutter sagt, die Kuh ist ja gar nicht lila? Also die Entfremdung von der Entstehung unserer Nahrungsmittel ist tatsächlich auch ein großes Problem. Und ich hatte es am Anfang mit dem Herrn Koch über überhaupt über Nahrungsmittel. Fleischkonsum ist ein großes Problem. Wir essen zu viel Fleisch. Ich will nicht das Ganze, ich esse auch gern Fleisch, aber es sollte halt anders produziert werden. Und vor allen Dingen sollten wir weniger essen. Und wenn ich dann kann ich eine Menge Fläche sparen oder auf vorhandener Fläche deutlich mehr produzieren, wenn ich einfach weniger Fleisch esse. Das hat auch einen Klimaschutz mit dem Methan und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Aber wie Sie sagen, wir kriegen es günstig, die Lebensmittel durch die Subventionierung der EU, kriegen wir die Lebensmittel hier günstig, sogar so, dass wir Überproduktion veranstalten, die Böden auch auslaugen, also insofern gute Böden, aber die werden dann also unter Industriebedingungen sozusagen bearbeitet, gedüngt und was auch immer, mit den ganzen Dingen, die da noch dranhängen, Pestizide und ich weiß nicht was alles. Und dann exportieren wir die Überschüsse, verschenken die oder exportieren sie für billiges Geld in Drittweltländer und machen dort die Landwirtschaft kaputt. Dann wundern wir uns, dass die Flüchtlinge aus Afrika aufbrechen. Also es hängt alles mit allem zusammen. Unser Bodenschutz wäre im Prinzip auch Sozialprojekt sozusagen, ein globales Sozialprojekt. Also, aber, ja. Ja, also an der Stelle wollte ich jetzt mal gerade für die letzten paar Sätze Ihnen auch voll zustimmen hier in die Kamera rein, um mich auch politisch zu positionieren. Und ich sehe das genauso. Ja. Und das Thema ist ja, haben wir jetzt heute Abend gehört, überall steckt dieses Wachstumsthematik drin. Und keiner macht es vielleicht mit Absicht und wir sind alle da drin und müsstet uns da irgendwie bewegen und unser Plätzle finden. Müsstet ja auch die Leute heutzutage überlegen, wo arbeiten sie. Es gibt ja auch genügend Menschen, die sehen den Sinn immer in ihrer üblichen Firma und es gibt Aussteiger und Bücher dazu und so weiter. Und die Gerechtigkeit, die dann eben über unsere Scholle hinausgeht, nämlich wenn wir hier weiter eben gute Industrie machen, die auch auf dem Markt noch Geld bringt und davon können wir uns dann die Lebensmittel, auch wenn die Preise steigen, importieren. Aber es hat auch ja was von ungerecht, weil wir an einer Stelle einen Vorteil gerade haben und einen gegebenen Zustand, der andere benachteiligt und wir aber nicht das Gesamtbild oder den Blick aufs Gesamte haben und unsere Vorteile draus zieht und nicht, wenn jetzt mal die Scholle Baden-Württemberg nehmen wird oder unseren Landkreis, für mich so bildlich, dass wir von dem leben können und auch so einen Hofkreislauf herstellen. Ich nehme immer für mich manchmal immer in den letzten Jahren dieses Bild von einem Demeterhof, der so für sich selber leben könnte und funktionieren könnte über Generationen und Generationen. Und dann sind wir ja dann bei dem, was in der Landwirtschaft mit den Böden passiert. Ja, hat noch jemand? Frage? Ja, wer ist das? Mara hat gerade an mich eine Direktnachricht geschickt. Ich habe es in alle beantwortet, aber das war jetzt, das kommt dann, habe ich es später gesehen. Sie hat gefragt, ob ich schon bei Gemeinderäten war und Vorträge gehalten habe.
und wie da die Reaktionen waren. Ich war schon bei ganz vielen Gemeinderäten in Baden-Württemberg und habe vorgetragen, und die Reaktionen waren halt immer, ja, interessant und spannend und ja, da müssen wir was machen. Je nach Fraktion war das natürlich dann entweder verhaltener oder größer, die Zustimmung. Aber dann in der tatsächlichen, wenn es um die einzelne Entscheidung geht, dann kommt immer der Sachzwang. Ja, wir brauchen aber das Geld. Und die Leute brauchen, also unsere jungen Familien wollen ja am Ort bleiben. Die brauchen dann die Einfamilienhäuser. Wir brauchen die Gewerbesteuer und deswegen müssen wir das Gewerbegebiet machen. Da entscheiden dann ganz viele, auch von Seiten der Grünen zum Beispiel, habe ich das schon oft erlebt, dann doch für das Neubaugebiet. Nur noch das. Aber wir brauchen das jetzt. So ist dann im Wesentlichen die Reaktion. Ich habe noch keinen Bürgermeister erlebt, der mir widersprechen konnte bei diesen Zahlen. Er konnte nicht wirklich das begründen, aber nein, wir müssen es doch anders machen. Im täglichen, ich müsste praktisch jedem Bürgermeister auf dem Schoß sitzen, ständig, und immer wieder sagen, nee, ich habe das doch dir gezeigt, das haben wir doch besprochen. Und so funktioniert halt Kommunalpolitik nicht. Deswegen müsste man eigentlich, es braucht ganz viele Multiplikatoren, die das Thema, dass es kein Wachstum mehr gibt und dass wir einen Paradigmenwechsel haben mit dem demografischen Wandel, die das verinnerlicht haben in allen 1100 Kommunen, und die müssen das immer wieder bei der Kommunalpolitik vortragen. Ist natürlich schwierig, aber sehr komplexes Thema, aber trotzdem, das muss man immer wieder ansprechen. Ja, also das rundet jetzt gerade auch was ab. Ich wollte nämlich, bin davon ausgegangen, dass Sie heute Abend einfach mir oder uns was an die Hand geben, wenn es ans Konkrete geht. Wenn es auch noch Theorie ist, aber ein Angebot, wo es hingehen sollte, aus der Analyse raus, was kommt, ja, das ist ja viel beim Thema Klima und Umwelt sowieso auch, ja. Anhand von de facto und Tatsache aus dem wissenschaftlichen Bereich. Und wir haben ja heute Abend auch zumindest zwei Menschen mit hier, die beim Klimaentscheid in Schorndorf dabei sind, wenn wir jetzt gerade mit dem Wahlkreis Schorndorf, aber auch woanders. Und da dachte ich eh im Vorab, vielleicht ist es eh wunderbar, wenn Leute aus so einem Klimaentscheid-Gruppe oder aus anderen Initiativen hier auch reinhören, weil da können sie was mitnehmen, wenn es dann zu diesen Klimaentscheiden kommt, in Kommune jetzt verstärkt in den nächsten Monate und Jahre. Weil dann braucht es irgendwann ja auch die konkrete Umsetzung an viele Stellschrauben. Und da könnte das, was, also nach meiner Wahrnehmung, das, was Sie uns jetzt heute Abend eben ausgelegt haben als Werkzeuge und Ansätze, wunderbar auch passen. Mit diesem Idee auch, vor Ort braucht es Multiplikatoren und auch Leute, die immer wieder darauf hinweisen und das Thema lebendig halten, um dann der Bogen zu machen, so wie die Jugendlichen Fridays for Future, die einfach immer wieder sagen, hallo, wir haben ein Thema mit dem 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel oder wie auch immer. Und ihr schiebt es immer wieder weg im Alltag. Es geht nicht. Ja, ja, genau. Da kam gerade die Frage von der Frau Baumgärtner, ob man die Folien haben könnte. Wenn Sie sich an die Folien erinnern, also man kann die gerne haben, aber wenn Sie sich an die Folien erinnern, sind die sehr, wie soll ich sagen, sehr bildlastig. Das habe ich absichtlich gemacht, weil das einfach viel lebendiger ist und nicht einfach nur Text aufgelistet. Und ich rede dann viel zu diesen Bildern und Grafiken. Ich habe unten Notizen, also wenn man das das sieht man natürlich nicht in der Darstellung, habe ich so eigene Notizen. Ich könnte die Folien als Notizenseiten, als PDF zusammenstellen. Ich glaube aber, dass das nur für diejenigen, die jetzt zugehört haben, wirklich hilfreich ist. Also jemand, der jetzt nicht zugehört hat, ich weiß nicht, ob der dann wirklich schlau wird aus diesen Folien. Aber denen, die zugehört haben, würde ich vorschlagen, ich mache dieses PDF mit den Notizen, schicke das dem Herrn Koch und jeder kann dann, Sie können das auch irgendwo auf eine Seite stellen, wo man es runterladen kann. Wäre das möglich? Ja. Gut. Also wir werden diese Aufzeichnung hier wahrscheinlich auch im YouTube-Kanal von der Klimaliste reinstellen und da kann man es mit reinmachen.
zum Beispiel. Und wenn jetzt hier jemand da ist, der gar keinen direkten Kontakt weder mit der Schondorf@klimaliste.de-E-Mail hatte bisher oder mit meiner persönlichen, der kann mir gerne hier kurz das schreiben, dass ich ihn auch persönlich noch aufnehme und es vielleicht zukommen lasse dann. Ja, und auf unserer Homepage findet sich meine E-Mail-Adresse, also oekonsult-stuttgart.de. Da findet sich meine E-Mail-Adresse. Wer dann noch irgendwie Interesse hat oder Fragen oder sonst irgendwas, stehe ich gerne telefonisch oder sonst wie zur Verfügung. Gut wäre es natürlich, wenn irgendjemand Kontakte hat zu seiner Kommune, die dann vielleicht Interesse daran haben, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, einer anderen Kommunalplanung, da komme ich gerne vorbei, um dann mal einen Vortrag zu halten. Also für Urbach wäre das sehr interessant. Also ich würde mich ganz arg freuen, wenn ich Urbach überzeugen könnte, dass Sie mal kommen, weil bei uns ist das genau das Thema. Ich verlange halt einen. Es stehen Baugebiete an zur Diskussion und in ein Industriegebiet und das wollen wir eigentlich gerne verhindern. Ich kriege normalerweise so einen Abend als Präsenzveranstaltung, was mir eigentlich lieber ist, kriege ich dann 400 Euro von der Kommune. Ja. Aber das ist jetzt kein großer Betrag, also. Daran soll es nicht scheitern. Das glaube ich ja, daran soll es nicht scheitern. Mhm. Super. Also ich fand es ganz prima. Also es sind einfach ganz neue Denkansätze und ich hoffe, dass die auch wirklich fruchten. Also die sind total logisch eigentlich. Also ja, eigentlich logisch, aber die bauen alle aufeinander auf und es ist nicht ganz einfach, das rüberzubringen. Man muss es wirklich entwickeln. Da hatte ich schon Probleme damit, meinen Vortrag einzudampfen und ich habe immer noch zu lang gebraucht, wie der Herr Koch mir wahrscheinlich bestätigen wird. Also es waren keine 20 Minuten. Wenn Sie es jetzt nicht verraten hätten, den Rest von den Leuten hier, dann ist alles so wunderbar. Ja, aber ich habe da so viel im Kopf zu dem Thema und das würde ich sowieso dann alles nicht los. Ich kann da 2 Stunden frei sprechen dazu. Ja. Was auch noch vielleicht als Tipp, diejenigen, die wirklich einen Draht zu einer Kommune haben und die überzeugen können, es gibt weiterhin das Programm Flächengewinnen vom Land. Da zahlt das Land 50% der Kosten für zum Beispiel einen Auftrag an mich und Bewusstsein, Kommunikation oder was auch immer zur Innenentwicklung, zum Flächensparen. Zahlt das Land 50% dieser Kosten. Kann man beim Wirtschaftsministerium beantragen. Ich weiß nicht genau, wann die nächste Beantragungsrunde ist, aber das Programm müsste weiterhin existieren. Also von daher kann man das dann auch machen. Da könnte ich dann für die jeweilige Kommune ein Konzept entwickeln. Das wird dort beantragt und dann wahrscheinlich schon im April die nächste Runde, die nächste Förderrunde. Und von daher würde ich, also wenn einer das machen will, dann wäre das so ein Ansatzpunkt, dass da zumindest ein erster Aufschlag zur Innenentwicklung gemacht wird und die Kommunen müssen das nicht einmal selber alles zahlen. Super. Helga? Ja, ich hätte noch was. Also das ist schon ein ganz toller Tipp, finde ich auch. Und dann noch eine Frage zum Paragraph 13b Baugesetzbuch. Der wurde ja entwickelt, dass Bauland schneller gewonnen werden kann. Und der galt ja schon einige Jahre und läuft jetzt eigentlich aus, soll aber, wie man hört, also die CDU betreibt es, der soll verlängert werden. Weil das natürlich geschickt ist, weil man kann Bauland ausweisen, ohne dass man einen ökologischen Ausgleich machen muss mit den Ökopunkten. Man hat ein beschleunigtes Verfahren, man hat weniger Einsprüche und es soll verlängert werden. Und es ist natürlich nicht nachhaltig, überhaupt nicht. Und es wird ja auch von vielen Kommunen auch im ländlichen Raum benutzt, um ganz viele Einfamilienhäuser zu bauen. Da gibt es vom Staatsministerium eine Auswertung, wie das genutzt worden ist, mit der Empfehlung, dass man das vielleicht weiterlaufen lässt. Und das gerade jetzt vom Januar oder Ende Dezember. Und die Frage ist, also ich bin ja absolut dagegen, dass es verlängert wird. Das war mal bei irgendeiner Versammlung von vielen Bürgermeistern und ich glaube bei der Regionalplanung oder Städtetag oder irgendwo wurde gesagt, zu den Bürgermeistern gesagt, nutzen Sie das, das ist Ihr Joker.
Und ich bin absolut gegen eine Verlängerung. Da haben Sie vollkommen recht. Also das wurde auch, das wurde in der Vergangenheit schon völlig falsch angewendet. Also Ausgangspunkt war tatsächlich für die Bundesregierung, mehr Wohnraum zu schaffen, weil aber das soziale Thema preiswerte Mietwohnungen zu bekommen, das war sozusagen der Auslöser. Da war der Druck vor allem in den Ballungsräumen groß und deswegen hat die Bundesregierung sich überlegt, was kann ich denn noch machen? Im Baugesetzbuch kann ich das den Kommunen erleichtern, dann können sie mehr bauen. Weil immer wieder dieser an sich blödsinnige, also da muss man halt tiefer einsteigen, aber sehr blödsinnige Denke, ich baue, dann kriege ich, also ganz zu einfache Denke, ich baue, also habe ich mehr Wohnungen, ich muss mehr bauen. Das haben dann auch die interessierten Immobilienunternehmen und alle haben das gesagt, ich brauche mehr Bauland. Also haben sie das gemacht, die haben aber nicht in die Ballungsräume das entsprechend hergerichtet und schon gar keine Mietwohnungen, sondern das ist, wie Sie sagten, in Baden-Württemberg waren das zu über 90%, glaube ich, lauter Einfamilienhausgebiete. Wie ich vorhin schon erklärt habe, das war nicht die Wohnungsnot. Die echte Wohnungsnot besteht bei den Mietwohnungen mit den hohen Mietpreisen. Und da ist praktisch mit dem 13b nichts passiert. Aber die Denke kriegt man nicht aus dem Kopf raus. Und jetzt machen sie es halt wieder. Selbst hier das Staatsministerium, wie Sie offenbar mitgekriegt haben. Tja. Also ich habe gehört, die wollen das im Prinzip, sind sie quasi dagegen, aber Sie können, also es steht so im Grundsatzprogramm der Grünen drin, aber es könnte Ausnahmen geben, was weiß ich, wenn der Nachweis des Wohnraumbedarfs besteht und wenn es in der Nähe von irgendwelchen öffentlichen Nahverkehr gut gelegen ist. Und es gibt da eine ganze Anzahl von Ausnahmen. Im Prinzip sind sie dagegen, aber eigentlich dann auch wieder vielleicht nicht. Also das wird man halt sehen. Ah, das ist auch so ein Ding. Nachweis des Wohnraumbedarfs. Es gibt von der Landesregierung sogenannte Plausibilitätshinweise, nach denen die Landratsämter und Regierungspräsidien schauen müssen, dass die Kommunen ihren Wohnraumbedarf ausrechnen. Das ist eine bestimmte Formel, die die anwenden müssen. Und nach dieser Formel kommt immer ein Wohnraumbedarf raus, weil die nämlich enthält den sogenannten Rückgang der Belegungsdichte. Das ist nichts anderes als die Altersremanenz. Das wird mit dem Faktor 0,3 gerechnet. Das heißt, eine Kommune, wo kein einziger Mensch zugezogen ist, also kein einziger Mensch von der Zahl her mehr wird, hat einen rechnerischen Wohnraumbedarf, weil eben für den Rückgang der Belegungsdichte, weil immer weniger Leute pro Haushalt wohnen, das ist die Altersremanenz, weil die davon ausgehen, da brauche ich zusätzlichen Wohnraum, weil das eben immer größer wird. Die Wohnungen sozusagen pro Person. Das ist, also ich weiß gar nicht, wie ich das vergleichen soll. Das ist so abstrus, diese Methode, und nach der rechnen die alle. Also alle Planungsbüros, alle Kommunen, das wird vorgegeben von der Landesregierung, nach der Rechnung rechnen alle den Bedarf aus. Und der Bedarf ist grundsätzlich falsch. Das ist leider so. Aber die Landesregierung, auch Grüne, die machen das dann halt nach dieser Methode, weil sie die für richtig halten. Es ist zwar so, dass es den Rückgang der Belegungsdichte gibt, aber der ist ja nicht Gott gegeben. Der muss ja nicht unbedingt sein. Und das ist genau das Problem, dieser Rückgang der Belegungsdichte. Genau das ist das Problem. Ich muss also das Problem eigentlich bekämpfen. Und die verschärfen das noch. Naja. Also die letzten drei Sätze habe ich jetzt gemerkt, dass, nicht, dass es jetzt spät ist, sondern dass es komplex ist und dass natürlich dann Leute aussteigen und wenn man auch nichts damit zu tun hat, dann muss man öfters zuhören. Und dann ist natürlich immer noch für Einzelne, die dann sagen, okay, ja, ich habe es verstanden oder ich frage nochmal nach und nochmal. Okay, und das sind die Zusammenhänge, ja, dann sollte man es eigentlich anders machen, aber dann sind natürlich nachher noch eine Mehrheit da, die sagt, ey, du hast ja gar keine Ahnung. Oder wie auch immer, der Druck auf jeden Fall, da, so haben wir es immer gemacht, so machen wir es und dann die verschiedenen Interessen
Und wie wirkt es vielleicht auch, wenn ich jetzt da dagegen bin, weil man kann mit, wir machen ja eigentlich was für unsere junge Familie und so weiter, und wer wird denn das netto, und dass die Familie ein Häusle hin und ihre Kinder da wohl versorgt sind. Das ist ja dann, und dann sind wir bei einem großen Komplex und großes, dass alles irgendwie zusammenhängt und man schrittlos weiß und irgendwie hoffentlich immer mehr Leute interessiert und informiert. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jetzt wirklich, es gibt keine dumme Fragen. Bei diesem Thema schon gar nicht, weil das wirklich komplex und trocken ist. Und ich beschäftige mich mit dem jetzt schon seit Jahrzehnten. Ich war selber im Gemeinderat und Kreistag. Und also von daher kenne ich die ganzen Mechanismen. Ja. Das kann niemand so durchschauen. Jeder hat ein anderes Spezialthema. Das kann man nicht so ohne weiteres durchschauen, so tief. Aber deswegen bin ich da bereit, auch das nochmal anders zu versuchen zu erklären. Ich halte da niemand für dumm, wenn er da nachfragt. Und ich glaube auch nicht, dass die anderen, wenn jetzt einer fragen würde, die anderen sagen würden, natürlich gar keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die meisten auf dem gleichen Wissensstand sind wie der Fragende. Also von daher, das muss man halt einfach, und natürlich, ich werfe dann mit so, bei mir ist die Gefahr, dass ich mit so Begriffen wie Altersremanenz oder Rückgang der Belegungsdichte um mich werfe, ohne zu bemerken, dass es für die Leute gar nichts bedeutet. Ne? Also da muss man mich wirklich dran anhalten manchmal und sagen, okay, was heißt denn das eigentlich? Was ist Rückgang der Belegungsdichte? Und ich verstehe das auch, das kann man nicht. Ja. Das kann man nicht wissen als Normalbürger sozusagen. Oder Normalinteressierter. Naja. Ich hoffe, ich habe es trotzdem einigermaßen deutlich gemacht, um was es geht. Wenn es noch Fragen gibt, deswegen das Angebot an alle, einfach anfragen, anrufen und so weiter. Ja, also dann von meiner Seite vielen Dank an Sie. Ich bin total glücklich jetzt gerade, und wir haben jetzt einen tollen Vortrag gehört und einen guten Abend miteinander gehabt, und ich nehme viel mit für mich und weiß, wo ich mich hinwenden könnte. Und habe mal einen Einblick gekriegt in eines der wichtigen Werkzeuge und Themenfelder, die wir haben gemeinsam. Und auch dieses Gefühl, dass das nicht nur da ist, sondern dass da steckt was Wesentliches drin, wo es um eine Haltung und einen Blick auf die Welt von jedem von uns geht. Und gucke, was ist dann auch meine Verantwortung, wenn ich nachher Entscheidungen treffe oder wenn es ums Hausbau gegangen wird oder solche Dinge auch. Ja, und wenn es von eurer und ihrer Seite sonst nichts mehr gibt, dann vielen Dank und bis wir uns wiedersehen. Morgen Abend haben wir auch eine Veranstaltung, 19 Uhr, Thema Kreislaufwirtschaft. So, dann gute Nacht miteinander. Und Helga, danke dir. Tschüss, vielen Dank, war ganz klasse. Ciao. Ciao. Ja. Jetzt schwindet's. Gut, Herr Koch, Sie melden sich einfach, gell? Wenn Sie genaueres wissen mit der Partei oder Wählergemeinschaft oder wie auch immer. Wegen der Rechnung, ja. Ja, klar. Ja, genau. Sie genau. Melden sich einfach, wenn es soweit ist, und an wen. Ja, super. Ja, Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. So, ja. Philipp, bleibst du noch? Oh, warte, ich mache dir mal eine Aufforderung. Mara, noch. Die Aufnahme beenden. Aufnahme.